Drei Stunden Age of Empires, ein unfassbar spannendes Best of Three zwischen Donny und Florentin und Mara leider heute nur im Chat. Aber es gibt noch viel, viel mehr. Bleibt dran, gleich bei Rage of Empires. Ey, kurzen Applaus für diesen Cold Open. Der Marco ist einfach ein professioneller Moderator. Ja, er kann es einfach. Er holt die Leute rein. Quatsch, Quatsch-Maps, Quatsch-Entscheidungen bei Age of Empires, Quatsch generell. Marco ist der Profi, Mann. Ist einfach unsere feste Basis, auf der wir jeden Tag stehen. Herzlich willkommen zurück, Florentin. Herzlich willkommen. Ich freue mich ganz herzlich, hier zu sein. Wieso zurück? Ich war letzte Woche auch da bei dem großen Turnier. Stimmt. Ja, hab ich vergessen. Du hast richtig gut gespielt. Ich meine, herzlich willkommen zurück zu in unserer ruhigen, schnuggeligen. Es stimmt. Habe ich ein bisschen vermisst. Ich fühle mich hier sehr aufgehoben. Und letzte Woche war ein bisschen Trubel. Da waren irgendwie so ein bisschen die Freunde der Eltern da und man fühlte sich so ein bisschen verloren. Man wusste nicht, kann ich zum Buffet oder wie ist es jetzt? Und das dann, ist so das, wo man gerne auch im Zimmer bleibt, so oben. Ja, und dann, sind die, man holt sich ein Stück Kuchen von unten, aber isst dann im Zimmer. So. Genau, ein bisschen so war es. Nichts gegen unsere Gäste, die waren alle toll. Ja, aber jetzt sind wir wieder unter uns und machen schön die Super Nintendo an und machen uns einen schönen Abend. Ja. Marco, wie geht's dir? Mir geht's wunderbar. Tessin Kaffee ist natürlich auch wieder dabei. Wir haben, apropos Kaffee, ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich das direkt so direkt unterbreche, aber es passt einfach zu gut. Der Florentin und ich haben vorhin eine Theorie aufgestellt, wahnsinnig interessant. Er hat nämlich einen Gedanken geäußert in der Redaktion und den gleichen Gedanken hatte ich zwei Tage vorher. Das ist hier Flonny Power. Ja. Und zwar haben wir die Vermutung, Marco, dich gibt's gar nicht ohne Kaffeetasse. Da ist einfach auch nichts drin, da ist kein Kaffee drin. Du trinkst den Kaffee gar nicht. Du trinkst den gar nicht. Du trägst den nur rum den ganzen Tag. Das sind die Dinge, über die in der Redaktion redet. Hat schon jemals jemand Marco trinken sehen? Nee. Nicht nur mit dem in der Hand. Nee. Aber ich glaube, das ist auch eine massive Tasse. Da ist gar kein Leerraum drin. Genau. Das ist einfach nur so ein Block mit einem Henkel. Sollst du mal über mich rüberkippen? Und wir haben direkt auch eine Merch-Idee für dich, wenn du mal so Wrestling, so wie diese Wrestling-Figuren. Da kannst du immer den Kaffee so hoch und runter machen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das wird ein Gift. Und fürs Wochenende kannst du die Kaffeetasse mit einem Bier austauschen. Aber ich habe dich sehr, sehr unnötig unterbrochen. Marco, bitte, erzähl uns doch mal, was heute passiert. Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt und freuen uns schon drauf. Erzähl mal. Wir haben heute drei unfassbar großartige Stunden vor uns, die wir natürlich dementsprechend mit coolen Content befüllen müssen. Und da habe ich mir ein bisschen was ausgedacht. Zum einen liegt ja lange schon das 1-gegen-1 zwischen euch beiden ein bisschen brach. Und heute gibt es ein, vielleicht hoffentlich drei Spiele zwischen euch beiden auf drei sehr, sehr neuen Maps für euch. Wer den NAC verfolgt hat, wird vielleicht die ein oder andere Map wiedererkennen. Ich habe fünf Stück rausgesucht, von denen jeder von euch eine, rausvoten darf. Und wir schauen uns jede Map kurz vorher an, dann könnt ihr kurz mal rüberschnuppern und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr diese Map spielen wollt oder eben nicht. Merkt sie euch. Ich habe sie mir auch extra hier, guck mal, wie ich vorbereitet bin, hier extra notiert. Wow, du hast ein Blatt Papier und einen Stift. Ist ja mega. Da steht auch was drauf. Da steht auch was drauf. So, und genau. Nein, das ist natürlich vorbildlich. Aber Frage, wie geht das denn technisch? Also wir sind ja in der Lobby gerade drin, übrigens. Ja. Ja, wir sind alle in einer Lobby, Freunde, drin. Ja. Ja. Heute schon ist alles eingestellt. Ich habe alle Hotkeys. Alle Hotkeys. Heute wird das Wort Hotkey nicht erwähnt, weil es wird genau. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Es sei denn, am Ende sagst du, oh, das lag an meinen Hotkeys, war super. Ja, das stimmt. Okay, aber genau, und deswegen frage ich mich gerade, weil wir spielen ja auf HD, wie machen wir das jetzt? Du machst einfach Sicht offen oder was? Und dann genau, ich habe jetzt die Kartensicht schon auf alles sichtbar. Ah, okay, alles klar, macht Sinn. Wenn ich starte, dann, wie gesagt, seht ihr ja, was für eine Map das ist. Wir würden dann das Spiel pausieren, dann könnt ihr in aller Ruhe euch die Map ansehen. Das machen wir ganz, ganz kurz hintereinander weg, dass wir jede Map nur kurz beobachten und nicht jetzt hier 10 Minuten lang. Und genau, dann votet ihr jeweils eine Map raus und dann haben wir ein Best of Three. Und ich habe ja alle Maps hier drauf stehen, und deswegen weiß ich ja genau, was wir machen. Danach übrigens gibt es natürlich eine kurze Werbepause. Dann wird Florentin auf diesen Platz hier kommen. Und Donny und ich werden in Micromania gegeneinander antreten, wo es nur um eins geht, Micro. Jeder hat ähnliche Einheiten oder Counter-Einheiten und man muss die am bestmöglichst ausmanövrieren. Okay. Und genau, das werden wir tun. Und danach werden Donny und ich, ein 2 gegen 2 mal probieren. Wir haben sonst immer 3 gegen 3 gegen die Community probiert, diesmal 2 gegen 2, was Florentin ebenfalls casten wird.
Geil. Wenn dann noch Zeit ist, wenn dann noch Zeit ist. Donny und ich haben damals eine Challenge angefangen, die nannte sich die T90-Challenge, wo jedes Mal, wenn ich gewonnen habe, eine Minute später anfangen durfte. Das wird gegen Florentin stattfinden und Donny wird das casten und somit könnten wir 3 Stunden gut befüllen. Geil. Also, ihr merkt schon, wir haben richtig Bock, wir haben uns vorbereitet. Wir nehmen uns natürlich auch euer Feedback immer auch zu Herzen, gerade im Forum und so werden immer viele Vorschläge gemacht, das freut uns. Und ja, unter anderem wird schon seit längerer Zeit, zu Recht muss man sagen, auch mal andere Maps gefordert, andere Modi und so. Und ja, da haben wir halt auch Bock und das machen wir heute. Wir haben es lange versprochen, heute wird es einfach gemacht. Jetzt mögen manche sagen, 1-1 Florentin gegen Donny, ist die Sache nicht schon abgehakt? Ist nicht Donny schon viel zu gut? Er streamt jeden zweiten Tag auf seinem Twitch-Stream, kann man sich auch mal angucken. Großartig. Aber tatsächlich, ich hab Bock, ich bin guter Dinge, weil bei mir ist was passiert. Ich hab eine Schranke im Kopf geöffnet. Ich hatte lange eine Schranke im Kopf. Warte, ich muss es einmal jetzt sagen dürfen. Denkst du jetzt vertikal oder? Nein, nein, nein. Die Schranke ist heute Morgen aufgegangen. Ich bin aufgewacht, dachte mir, wo ist denn die Schranke? Die war offen. Weil mein großes Problem waren die Random Sifs. Dass ich immer, sobald ich eine Random Sif hatte, dessen Namen ich nicht aussprechen konnte, sofort in so ein, ich habe eh verloren, und dann bist du mental schon, hast du schon verloren. Ja. Und die Schranke ist aufgegangen. Ich denke mir, hey, ich bin flexibel, ich kann alles, ich kann verschiedene Einheiten bauen, ich habe alle Hotkeys für alle Einheiten, sogar den Kamil-Hotkey habe ich am Start. Egal was kommt, ich kurz gucke in den Tech-Tree und ich habe alle Möglichkeiten offen. Ja, ich habe alle Möglichkeiten offen und dann suche ich mir eins raus. Und die Schranke ist jetzt einfach offen. Ich bin mittlerweile nicht mehr nur der Spanier Florentin, ich bin nicht mehr Senior Charlie. Ich bin einfach angekommen. Ich kann alles. Ich bin alles. Ich habe eine riesige Klaviatur an Zivilisationen, die ich virtuos spielen kann. Ja. Und das ist heute möglich. Und das seht ihr heute. Genau. Schnitt. Schnitt. Wo denn? Elefantenquatsch. Was? Okay, wollte ich nur sagen, wollte ich schon mal weg. Quatschvölker. Okay. Also komm, dann gehen wir noch mal rein, Marco, oder? Das wäre jetzt meine nächste Frage an euch gewesen. Wollt ihr Random Sifs spielen? Ja, ja, okay. Ja, komm, aber das ist, wir sind doch jetzt keine Kinder mehr, wir können doch jetzt hier schön erzählen. Los geht's. Das ist jetzt die erste Map, die zur Auswahl steht. Die nennt sich Seize the Hump und sieht folgendermaßen aus. Wir drücken mal Pause. Ob ihr das Pause Wasser. Das ist nicht Wasser. Nein, nein, nein. Nein, 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 genau, so sieht die Map aus. Ihr seid auf kleinen Inseln, in der Mitte der Map sind unfassbar viele Ressourcen. Euer ganzes Gold, was ihr braucht, ist in der Mitte und nicht auf eurer kleinen Insel. 2 Bohrs hat man, ne? 1 Bohr. Nee, ich sehe hier 2. 2 Bohrs, stimmt, das war die Map, ja. Okay, ich hab nur gefragt, wollte nicht klugscheißen, sondern hätte sein können, dass es 3 sogar sind, deswegen. Aber es sind schon 2 bei jedem, genau, ne? Es sind 2 Bohrs. Mal Deer und keine Berries. Und keine Berries, genau, die Berries findet ihr in der Mitte. Ja, genau, in der Mitte, da findet ihr auch Rehe, da findet ihr auch, wie gesagt, viele, viele Ressourcen, wie zum Beispiel im Goldstein, Berries. Milt man dann eher das Deer oder geht man dann wirklich auf die Berries, meine Frage, weil wenn wir das beide nicht wissen Das Deer, was auf eurer kleinen Insel stattfindet, das würde ich auf jeden Fall learn, das ist sehr, sehr nah an eurem Towncenter oder ihr nehmt es euch einfach so, das funktioniert ja auf beiden Seiten gleichermaßen. Okay. Also kann das man ist, dann, ja. Kann man hier einen Hafen bauen an diesen Seerosen? Ja, kannst du. Ah ja, aber es gibt keine Fische, ne? Nein, keine Fische. Oder? Also ist eher so für Demo-Ships und Harassment oder was? So, kann man so spielen? Du kannst es versuchen. Du hast natürlich einen sehr, 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 sehr weiten Weg. Boah, wenn ich Malia krieg, ey. Oh, mit den. Ja, das ist gut. Ja. Dann kannst du die Hafen, ne? Okay, das ist die erste Map. Alles klar, super. Dann machen wir das Gleiche nochmal. Jetzt müssen wir alle in die neue Lobby. Genau, genauso wie eben. Das ihr wisst ja, wie es geht. Das geht aber schnell. Das wollte gerade sagen. Du hast Elo eingestellt, ne? Habe ich jetzt alles bekommen. Genau. Das ist die nächste Map. So, und schon sind wir drin. Zack, bei Friends. Einer. Tidepool. Genau, Tidepool. Die nächste Map. Ich habe ja Nilis Apartment Cup geguckt. Also ich kenne. Genau, die also diese beiden Maps, wer Nilis Apartment Cup verfolgt hat, übrigens kann man auch sehr gerne bei Nili AOE auf YouTube nachholen. Start. Ja, das ist die zweite Map, ebenfalls aus Nilis Apartment Cup. Nennt sich Tidepool und. Oh, ja, doch, ist richtig. Man braucht ein bisschen Zeit. Hat in der Mitte natürlich. Es ist eine Halbwassermap. Ja, es ist viel, aber die Map, muss ich sagen, hat mir mit am besten gefallen, eigentlich von den Games her beim NRC. Da gab es richtig geile. Es gibt natürlich zwei Varianten. Einerseits hast du in der Mitte sehr, sehr, sehr viel Wasser, einen großen See mit viel, viel Fisch, der keinerlei Zugang zum äußeren Wasser hat. Also, sprich, wenn du in der Mitte Wasser verlieren solltest, heißt das nicht, dass du automatisch keinen Fisch mehr hast, sondern außen gibt es auch noch mal jede Menge Fisch. Ja. Brauchen wir gar nicht groß lang drüber reden, weil ich die eh bannen werde, die Map. Okay, dann machen wir gleich die nächste Map. Oh, jetzt sag nicht, dass alle Maps Wasser haben. Nein, 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 hab extra drauf. Du bist doch gut im Wasser. Ich kann nichts mehr im Wasser. Kommt gleich ins nächste Spiel, dann zeige ich euch die nächste Map.
Ja, okay, das ist die. Aufgemacht, ne? Und sagt, wir sollen schon reinkommen, ne? Ja, jetzt ist da. So, das ist die. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, für mich Wasser zu nehmen, weil du bist doch voll gut. Du hast so mit Mara und so diese trainiert. Ja, aber Build-Orders. Ich habe nicht mal eine Build-Order für Wasser, ohne Witz. Ich weiß nicht mal, wann man die habe ich komm, komm, komm. Hab ich vergessen, halt, das ist vor Monaten her. Weiter geht's. Ja. Das jetzt ist die kommt. Nächste Map. Das Graveyard. Ist Graveyard in der NC-Variante, also von meinem Clan. Leicht angepasst, leicht optimiert. Es gibt jede Menge Gold, wie ihr seht. Ah, die ist geil. Was ist denn da mit den Grabsteinen? Kann man da nicht bauen oder was? Warum? Das hat nichts zu bedeuten einfach. Die Grabsteine, ja. doch, das ist einfach nur so Graveyard ist, ja. Also einfach nur Look. Das hat genau, das Ding ist halt, in der Map geht es natürlich darum, dass es sehr, sehr viele Relics gibt, die ihr euch holen könnt. Ich glaube, es sind insgesamt sogar 10 oder 12 Relics auf der Map. Ah, das war das Ding, ja, okay. Und hier Relics. Überall ist Gold verteilt und Boah, Vietnamesen wäre geil. Genau, auf der Map, ihr seid jetzt zum Beispiel in der Position sehr, relativ close sogar beieinander. Müsst natürlich aufpassen. Welche sehen nochmal die Doch, Vietnamesen. Nee, die Burmesen sehen die Relics, oder? Ich glaube, wir genau, die Burmesen sehen. Burmesen wäre hier geil, oder? Ja. Wäre sehr geil. So, das ist Graveyards. Okay, warte, ich muss eine Sekunde kurz gucken. Mit dem Gold, also man hat hier ein bisschen Gold. Man kann auf jeden Fall theoretisch FC machen, ohne dass man jetzt expandet hier. Kann das, stimmt das? Das stimmt. Okay, erster. Genau. Ist auch ein bisschen hügeliger, die Map. Genau, das ist auch noch zu beachten. Das nächste Ding ist, ihr seht, alle Maps sind am Start, ne? Also, alles hier vorbereitet. So, hier. Ja. Bumm. Sehr gut. Die dauert ein bisschen länger. Ja. Ihr merkt Homeland. Schon. Das ist richtig krass. Das ist so Homeland. Map, da gucken alle einfach nur den ganzen Tag so eine Serie Homeland. Ja. Eine Serie. Die ersten zwei Staffeln. Ja, aber die Homeland hat Staffeln. Eine Spezialität. Ja. Ja. Aber danach, ciao. Ihr habt ja beide schon mal Hanebüchen. Dunkler Wald gespielt, ne? Ja. Ja. So, jetzt schaut euch mal diese Map an. Oh, geil. Aber es gibt, es gibt nur einen Übergang, die erinnert so ein bisschen an die Map Michi. Boah, die spielen wir safe. Komm, die ist geil. Du hast in der Mitte einen Übergang, einen größeren. Die ist geil, den man Alter. Wallen kann natürlich. Und diesen Zugang, ja, muss man schauen, ob man den sofort Boah, ich hab Bock auf die Map. Ja, auf jeden Fall ist es eine große Map, wo sehr, sehr lange sehr viel Ruhe sein kann. Aber auch, ja, durch Sneaks und andere Varianten sehr, sehr viel Und dieses taktische Holz ist aber auch, kann man kaputt machen mit Onangern, oder? Ja, ja. Okay. Kannst du alles. Das okay, ist, jetzt kommt die letzte. Das ist Homeland. Und jetzt kommt die letzte Map. Und einige werden jetzt aufhorchen, welche Map das ist. Das Arabien. Ist Nein, Gottes Willen. Nein, das ist Golden Hill. Oh ja, kenne ich, die ist super. Oh, da ist eine Hügel in der Mitte, oder was? So wie Gold Rush nur auf dem Hügel? Ja. So, Golden Hill wow, wollten wir letzte Woche spielen, haben aber anstatt dem Gold krass, Rush gespielt. Kein, alle und sind jetzt kommt die Besonderheit. Golden Hill, so wie ihr es denkt, das ist es nicht. Golden Hill sieht so aus. In der Mitte der Map gibt okay, es einen, etwas anderes gedacht. In einen riesigen, eine riesige Insel voller Gold, Steinen und Relics. Es gibt sehr, sehr viel Wasser. Also es ist eine fast eine Vollwasser-Map. Und ihr seid beide sehr, sehr nah am Wasser mit eurem TC dran. Mhm. Die Mitte zu erobern ist key, weil ihr habt nur sehr, sehr wenig Gold bei euch. Mhm. Und ihr habt wie viel Stein? Ich glaube auch ja, 5 Teils habt ihr nur und 4 Teils nur Gold. Ja, die Mitte zu erobern gilt hier als äußerstes Wenn Plus, vor allem, weil auch sehr viele Relics drauf sind. Das ist okay, cool. Der Map-Pool. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr beide herausvoten werdet. Wer da, davon geht das irgendwie einer zuerst, oder was? Ich würde sagen, Florentin darf anfangen, weil er so lange hier gefehlt hat. Ja. Dann ich ban die allererste, die wir gesehen haben. Die Seize the Hump mit ja, dem Die mit dem Kreis außenrum. Ja, okay. Und ich bin Tidepool. Okay. War das nicht deine Lieblingsmap? Ja, zum Zugucken, aber das okay. ist mit zu viel Wasser-Action, weil ich wirklich, also das wäre fatal für mich. Ich kann überhaupt nicht und Asche auf mein Haupt nie Wasser geübt und auch wenn er sagt, er ist uneingespielt, Florentin, ja. Du weißt schon generell die Basics, die habe ich nicht ich mal. Ich kenne die Basics, ja. aber. Wasser macht auch keinen Spaß. Das ist so nervig. Ich find's auch zu anstrengend. Ja, das auch. Ist so ätzend. Und dann kommt du mit einem so einem Du spielst dann zwei Fronten die ganze Zeit. Du hast genau. ja die Galonen. Ja, ja. Und dann wogegen waren die gut? Das ist einfach zu viel. Der Chat hat auch nach der Map Coast to Mountain gefragt. Die fand ich auch geil. Die habe ich ausprobiert. Die funktioniert natürlich leider in HD nicht. Okay. Und bevor wir Ich glaube, ich schaue mir noch mal das Problem an, was wir auch während des Cups hatten. Entschuldigung noch mal dafür an alle, die da zugesehen haben und enttäuscht waren, dass die erste halbe Stunde ein bisschen holprig lief. Da schaue ich mir auf jeden Fall an. Es haben sich aber auch viele gefreut über Doubt and Viper. Das war ja, ziemlich das lustig. Auch. Aber das auch war natürlich gemacht. Nicht so geplant. Ich fand das auch super. Und genau, dann schaue ich noch mal an, ob wir da noch was optimieren können in Richtung Wubli. Dann könnten wir wieder auch auf Wubli switchen. Und da könnten wir auch diese Maps normal spielen. Aber wieder Coast to Mountain funktioniert in HD leider nicht einwandfrei. Und deswegen okay. habe ich mich für diese Maps erstmal entschieden. Okay, und wir fangen mit was womit an? Das nächste wir fangen jetzt mit Graveyards an. Das aber mit drei Spielergröße, oder was? Genau, oder zwei die müssen wir auch leider in der Form spielen, weil sie sonst falsch interpretiert wird.
Okay. Ja, das okay. ist das Ärgernis an ja, der HD-Version. Das passt doch alles, ist doch gut. Ja. Ja, dann Donny. Seid ihr bereit? Und wir haben auch eine Sache, wichtig. Wir haben uns vorhin noch gefragt, weil es ja ein offizielles Best of Three jetzt ist, ja. kein Bullshit mehr, ob wir beide jeweils einen Restart haben. Ja. Okay. Aber man kann bis fünf Minuten nach Start, ja. Braucht man eine Begründung oder kann man einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr? Okay. Du darfst sagen, Restart, 5 Minuten finde ich ganz schön sportlich, aber okay, machen wir so. Wie spielen denn, ist es nicht normal, 5 Minuten Ingame-Time? Also 5 Minuten ist schon hart. Ich würde sagen, wir können auch 2 Minuten machen, mir ist egal, nur, wie macht man denn die? Lass uns 5 Minuten machen, lass uns dabei bleiben, gerade so jetzt auf dem Level, finde ich das fair. Aber Florentin weiß nicht, wie er die Zeit einstellt. Ja, das. F11, Florentin. F11. Okay, danke schön. Okay, alles klar. Dann HF. Gut. Viel Spaß euch beiden. Jetzt wir sehen uns. Ballert, Freunde. Los geht's! Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wir haben normal. Oh, der Monitor muss aus. Danke. Ressourcen ist okay. Okay. Ich habe den Chat übrigens offen, ne? Ich dreh mir den mal weg. Ich mache einfach hier aus. Kannst einfach den Bildschirm ausmachen, ja. Alles klar. Gut. Seid ihr bereit? Viel Spaß. Oh, ich mache mal die. Wir spielen jetzt Graveyard. Oh, shit. So. Und das ist natürlich eine Map, bei der man sehr, sehr, sehr darauf achten sollte, die Relics sich auch zu holen, weil es sind so unfassbar viele Relics hier auf der Map. Das macht es einfach nur Sinn, sich diese auch zu holen. So, tut mir auch übrigens leid jetzt gerade hier, dass Grid nicht installiert ist oder auch Pussywood, aber ist doch auch mal schön, mal wieder das so zu sehen, ne? Salve. Ja, der liebe Donny ist hier Byzantiner. Gucken wir uns mal seine Map an. Hat hier hinten Gold. Ach, guck mal, das sieht doch schon richtig gut aus. Kann auch leicht nach vorne rollen. Byzantiner. Kannst aber auch so nachgucken. Forward Stein. Sehr nah Rehe. Ja, also das ist eine Map, die sieht richtig optimal aus. Und auch auf Graveyards, ganz normal, immer diese kleinen Goldspots, die man überall auf dieser Map verteilt hat. Und ja, die kann man sich auch einfach knuspern, einfach in Mining Camp ran, boom, fertig. Florentin ist Inder. Also der alte Florentin hätte jetzt schon gemeckert, so ein olles Elefantenvolk, ne? Das ist ihm nichts. Aber auch er mit Gold im Rückraum, schön der natürliche Wald des Forstes. Wir haben hier, ja, überall so vereinzelte Bäume stehen, aber es ist auch im Grunde, ist alles wallbar. Stein hier nochmal extra. Und das wird Florentin gefallen. Also die Map kann ich schon nachvollziehen. Ich dachte mir schon, dass die Leute die Map nehmen. Ist halt sehr, sehr nah an den Standardaufbau dran. Nichts, was komplett out of the box ist. Ich habe auch überlegt, Rehydration zu nehmen mit sehr viel Küstenfisch. Ich glaube, das hätte die überfordert. So, Bohr ist hier. Ja. Also der Standardaufbau, der ist auch auf dieser Map, wie schon gesagt, essentiell wichtig. Also hier kann es zu einem Flush, Drush oder eben Fast zu einem FC kommen. Alles ist möglich, je nachdem, wie man es ausspielt. Bei Donny rechne ich jetzt gerade mal damit. Na? Ja. Ich nehme auch übrigens jetzt gleich mal Wetten an. Wer den ersten Blödsinn macht, zählt das schon als grober Blödsinn? Ja, ich glaube schon. Unnötig, aber das passiert im Besten. Selten. Sehr selten. Aber es passiert. Ja, und vor allem, der Vorteil ist halt hier, ja, es sieht halt alles sehr, sehr standardmäßig aus. Du hast normale Berries, du hast normales Gold. Und du hast eben noch viel, viel mehr Ressourcen auf der Map verteilt. Also die Option hier, was richtig. Oh, gucken wir an. Wo will er? Das ist nur die Frage, wo er damit hin will. Also wenn er jetzt weiter nach rechts geht, ist er irgendwann am Maprand. Aber jetzt geht er mal nach unten. Ein bisschen früh, weil ich weiß jetzt nicht, warum er das. Oder will er damit zur Mühle? Wo will er denn hin? Ja, jetzt, guck mal, jetzt biegt er ein, aber hier sind zwei Bäume. Oh, Donny, guck doch. Tschüss. Ja, jetzt muss er wieder hinten ran. Oh, die Schafe werden schön weggenommen. Hier haben wir jetzt den natürlichen Block. Und ja, doch, der sitzt. Der sitzt. Und jetzt muss natürlich ein Villager nachgebaut werden. Das verplant er gerade so ein bisschen. Der Lure war gut. Jetzt kommt das der Villager. Guck mal, es sind ein paar Sekunden, ja, die hier fehlen. Ein Restart gibt es jetzt nicht mehr. 5 Minuten 30 haben wir überschritten. So,
Somit alles im grünen Bereich. Ich habe mich wirklich gefragt, warum er das Deal hört, weil er hat ja noch seinen zweiten Bohr. Den ersten Bohr hat er auch sauber geholt. Problem natürlich durch diese Aktion, durch sein Lure, hat er jetzt ein bisschen das Time-Management verkackt. Und jetzt kommt der Bohr ein bisschen spät. Jetzt laufen hier die Villager rum. Mal einen richtigen Käse. Aber, ja, Bohr kommt an, 92 Food noch hier übrig. Ei, 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 ah, hat er. Aber hier ist noch einer. Upsala. Na, schönen guten Morgen. Das hat ja noch geklappt. Immerhin. So, hier muss man aufpassen. Er will jetzt mit seinem Scout hier unterwegs. Ja, Hop 18 für Florentin. Hop 18 für Florentin und für Donny. Und hier, oh, Gentleman. Gentleman will. Okay. Schön die Schafe wieder zurückgebracht. So, und das zweite Tier wird jetzt auch gelöst. Das sieht natürlich deutlich besser aus. Ja, da ist der Weg viel freier. Guck mal, Schaf kommt rein. Und was man machen kann da. Ja, das ist natürlich jetzt ungünstig. Ja, sehr ungünstig. Den Wegpunkt mit T, also man drückt aufs Town Center, drückt T, hat dann die Flagge in der Hand und setzt sie einfach aufs Reh. Wenn die einquartierten Dorfbewohner dann rauskommen oder ja, man mit Z ausquartiert, greifen sie dann sofort das Deer an und schlachten es. Also wenn dann zwei da drin sind, raus, also genau so, nur dann eben mit dem Set Rally Point auf dem Reh und dann ja, machen die das sofort. Florentin hat schon zwei Farmen gebaut. Immer noch vier auf Holz. Pop 20, ein bisschen mau für die achte Minute. Hm. Ja. Ist jetzt alles kein Weltuntergang. Hat hier das zweite Lumber Camp, obwohl das erste noch nicht mal komplett saturiert ist. Also am besten noch zwei weitere Villager da drauf. Je nachdem, was man vorhat. Geht sehr, sehr stark auf Felder schon. Muss er gar nicht. Hat hier Berries mit fünf Villagern. Und was ich nicht sehen kann. Oh, erstmal kommt der Wall hier. Mal, na, hier wäre es ein bisschen günstiger gewesen. Der wäre, weil wäre als zweite Variante dann okay, aber. Hauptsache er steht, ne? Hauptsache er steht. Hier hat er seine, sein Deer. Bisschen weiter weg als bei Donny, ne? Aber kann mich auch irren. Ja, aber Florentin weiß, ey, solche Spirenzien mit dem Deer, das probiere ich gar nicht aus. Florentin jetzt hier auch auf Gold schon. Könnte abgehen. Hat jetzt erst Pop 24 erreicht. Hat er schon? Ja, Loom hat er auch schon. Ja, ist ungefähr ein, zwei Pop hinten dran. Jetzt solltest du 25 schon haben, vielleicht sogar 26. Was er hier vorhat, weiß ich ja noch nicht so ganz. Soll es ein FC werden oder plant er hier ganz verrückte Sachen? Idols überprüfen. Ja, gut. Gucken wir mal bei Donny rein. Ja, Donny hat hier die Kaserne, man kennt es. Hat gar keine Felder. Guck mal, jede Menge halbtote, für ihn arbeitende Männer. Die Frau sieht noch ganz frisch aus. Ja. Und jetzt hier wird mal versucht, ein bisschen den Scout anzuknuspern. Und jetzt kommt hier ein Stall. So, und das kann Florentin sehen. Das scoutet er. Hat er gescoutet? Ja, das ist aber Quatsch hier. Ja, er verliert seinen Scout. Gierig. Gierig bist du auch. Guck mal, Pop 21. Ja. So ein bisschen. Ja, seine Ego ist noch nicht so richtig balanciert. Also. Ich meine, er kann den Scout Rush fahren. Keine Probleme. Wird hier bei Florentin eintreffen. Und Florentin wird einen Scout. Spearman mounten können. Und dann ist das hier aber Feierabend. Ja. So. Und schauen wir mal. Hier haben wir. Ja, also es ist. Fehlt es halt gerade an Wort. Und den. Oh, Junge, Junge, also. Dass du den noch hier an die Arbeit schickst. Also erstmal der Weg ist schon mal super optimal. Aber andererseits auch so ein bisschen darauf achten, dass die verletzten Dorfbewohner eher hier im Towncenter sind. Genauso wie die beiden. Und ja. Drei Scouts sollen es sein für Herrn Dumbledore und bei Florentin. Ah, da geht doch wirklich gleich Castle Age. Aber es ist eben keine gute Castle Age, weil. Ja, das ist ein bisschen Trollen. Es ist eben keine gute Castle Age, weil einerseits fehlt es ihm an Wirtschaft. Zum Beispiel hier. Arbeitsverweigerer. Ja, auch hier wieder, genau sowas. Stell dir vor, zwei Scouts kommen an. Feierabend. Tschüss. Ja,
jetzt langsam passt sich Florentin auch der Wirtschaft an. Aber das dauert, das kostet Zeit und vor allem, ihm fehlen die Gebäude. Ihm fehlen die Gebäude. Und jetzt kommen hier schon die Scouts. So. Da bin ich mal gespannt. Was sieht Florentin hier? Sieht er das? Ja, hat er eigentlich gesehen. So, und Donny, auf dem Weg. Florentin, ein Spearman ist ein bisschen wenig. Optimistisch. Optimistisch. Und es kann wehtun. Hier ist auch noch eine Verletzte. Ah, jetzt. Hat Donny wirklich Angst vor dem einen Spearman? Aber vier Dorfbewohner? Oder will ich knuspern? Zack. Schöner Split. Schöner Split. Aber das ist... Ja, da muss er doch mit den Zweien jetzt hier rangehen. Während er hier versucht, ein bisschen zu micron. Aber gute Idee. Schönes Manöver. Hat er trainiert. So, Donny meinte übrigens vorher, dass er den Florentin hier locker platt macht. Ich glaube nicht so richtig dran. Florentin? Ja? Komisches Haus? Der ist tot. Also der muss tot sein. Also das andere wird mich wohl... Ja, ja. Der geht auch noch nach hinten. Tschüss. So, haben wir einen. Ah, das macht Donny aber gut. Komm. Das macht er gut. Kein Scout verloren. So. Ja. Da fehlt es eben am zweiten, dritten und vierten Spearman. Ja, Flund, den darf sich nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Jetzt einfach hochklicken, so wie die Schmiede hier fertig ist. Hat jetzt hier zwei Spearmen. Damit ist der Angriff schon mal, ja, nicht mehr ganz so gefährlich. Dumbledore derweil auch mit der Schmiede. Aber noch weit, weit, weit weg von der Castle Age. Aber die Wirtschaft, doch, die boomt jetzt. Guck mal. Hier 6, hier 5. Ja, Wirtschaft geht langsam voran. Der Wall, ja, natürlich mit den Häusern gebaut. Was Florentin vielleicht nicht weiß, ist, gehen wir noch kurz nochmal bei ihm rein, erstmal erst in der Ritterzeit, auf dem Weg dorthin. Die Inder haben keine Ritter. Ich bin mal gespannt, wie er darauf reagiert, wenn er dann die Ritterzeit erreicht und versucht, einen Ritter zu bauen. Denn das wird nicht klappen. So, und das Problem ist halt hier, er hat jetzt jede Menge auch auf Holz. Hier würde ich jetzt vielleicht 3-4 abziehen. Und, ja. Und ich würde also erstmal 3-4 abziehen und dann auf Gold gehen. Oh, als hätte er mich gehört. Schön. 2. Und ich würde die Spearmen ein bisschen auf der Map verteilen an seinen Ressourcen. Vielleicht noch 2 mehr bauen. Und, ja. Dann versuchen, überall sie so zu verteilen, dass Donny gar keinen Schaden mehr machen kann. So kann er immer überall lang rennen. Er ist halt deutlich schneller als der Spearman und ja, macht halt überall Schaden. Zack, wenn er die entdeckt, ist hier auch mal ein bisschen Käse nur noch. Ja, zack, nächster Villager wird fallen. Ja, sieht er sie? Jetzt, ja. Tschüss. So, jetzt hat er hier angefangen, ein bisschen zu verteilen. Einer bleibt stehen. Aber der Vorteil ist halt natürlich für Florentin, er hat dann... Oh? Jetzt kommen noch Archer. Oh, Byzantiner gegen Inder. Ja, kann man machen. Ja, Florentin ist halt, lässt sich von sowas sehr doll beeindrucken. Also fast schon zu sehr. Ja, wird Donny hier wenigstens noch einen Scout verlieren? Nein. Ja, fast doch. Und jetzt einquartieren, dann kriegst du wenigstens den einen Scout schon mal raus. Ja. Ja, jetzt. Das macht er nicht so gut. Jetzt verliert er einen Scout. Fuck! Sorry, Entschuldigung. Dumme Hotkeys leider wieder. Die Hotkeys! Kein Spiel ohne Hotkeys, ey. Baut er jetzt Kamele? Ja, er baut Kamele. Was macht die denn hier? Und das ist zum Beispiel wieder so eine Überreaktion. Ich habe einen Archer gesehen, ihn hier. Und Florentin baut sofort eine Schießanlage. Warum er das tut, das weiß er nur selbst. Nämlich die Kamele der Inder sind einfach von sich aus schon so stark. Guckt euch das mal an. +2 gegen Pfeile, +1 gegen Nahkampf. Von Grund auf, ohne dass er was entwickeln muss, ne? Er entwickelt aber stattdessen Befiederung für seine Plänkler. Weil er glaubt, es kommen jetzt hier massiv viele Archer rein. Dann gucken wir mal rein, wie viele es sind. 3. 3 sind's. 3. Da reicht ein Kamelreiter, reicht da. Mann. Mensch, ey. Und noch ein Kloster. Kommt auch noch, komm. Falls der Junge keine Archer macht, dann vielleicht Ritter, dann habe ich ein Kloster. Aber wenigstens bauen die beiden schon ein Kloster anstatt was anderes. Donny, der war mit seinen 2 verbleibenden Scouts
hier unterwegs, scoutet auch mal ein bisschen die Map. Sieht noch nicht so viel, sieht ein paar Relics. Könnt ihr sich holen. Das Kloster könnte natürlich auch von Florentin dafür da sein, jetzt mal endlich die Relics zu holen. Oh, Schubkarre ist auch entwickelt. Und jetzt muss man ab in die Ritterzeit. So passiert's auch. Bin nur gespannt, was Donny jetzt vorhat. Also, hat eine Archie-Range, ist ein bisschen wenig, hat unfassbar viel Holz. Kriegt aber die Ressourcen nicht auf die Map. Viel auf Gold, sehr viel auf Gold. Muss ich mal reingucken, was hat er denn schon für Eco-Upgrades? Hat er denn schon alles? Ja, ja, nein. Goldabbau fehlt ihm. Und das werde ich vielleicht noch entwickeln. Hast ja genug. Und vielleicht mal ein bisschen. Obwohl, die hat er jetzt nur noch 4. Die hatte nur 5. Na gut, hat er schon angepasst. Aber immer noch so viel Holz auf der hohen Kante. Jetzt kommen mal die Archer hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Florentin reagieren wird, wenn er das mal sieht. Hier stehen jetzt nämlich die Spearmen, die einfach umfallen werden. Hier haben wir 4 Skirmisher, die das reißen können. Ein Mönch kommt und ich höre die erste Relic. Die erste Relic des Spiels. Hype. Sehr gut. Wir haben auch ein zweites Town Center hier unten. Schön. So, und jetzt hat er natürlich hier... Na gut, er ist drauf vorbereitet. Das muss man ihm lassen. Ein paar Idols haben wir. Ja, 3. Sogar die Spearmen machen die hier platt. Also, jetzt müssen hier die, ja, die holt er einzeln raus. Die holt er einzeln raus. Was ist das denn? Ja, jetzt geht es natürlich nicht um Micro, sondern als Donny, ja, schnell weg. Nimm die Beine in die Hand und tschüss. Ja, da richtest du gar nichts mehr an. Ja, klar, man kann jetzt sagen, ja, gute Idee von Florentin, jetzt hier dieses Skirmisher zu bauen gegen die Archer, aber dieses Holz hier, das brauchst du doch gar nicht. Also wie gesagt, da baust du 2 Kamelreiter und dann ist Feierabend. Und wenn er jetzt mehr Kamelreiter bauen würde, dann wäre das schon interessanter. So, Florentin scoutet jetzt hier mit dem Mönch entweder die Map oder er holt sich diese Relic hier. Kann natürlich auch sein. So, hier hat er noch seinen Kamelreiter. Und jetzt geht der Mönch passen. Ah, doch. Donny hat aufgepasst. Ach komm. Ja. Tja. Pech. Ja, Pech, ja. Timing, bro. Ja, Luck. Luck eher. So, jetzt muss er natürlich aufpassen, dass er nicht denselben Fehler macht wie vorhin bei den Spearmen, dass er jetzt hier gebundelt jetzt irgendwo hinterherläuft. Er macht sogar Elite-Skirmische. Halleluja hier, ey. Junge, Junge. So, Elite-Plänkler. Wie viele Relics haben wir schon? 2 haben wir schon. Ein bisschen wenig auf Gold. Hat hier unten aber natürlich einen weiteren Spot. Aber was Florentin gut macht und was Donny natürlich beachten muss. Oh, 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 oh. Ja, den kriegt er doch, oder? Nee, okay. Doch noch weggekommen. Glück gehabt. Aber natürlich, die Scouts können wehtun. Gucken wir mal kurz bei Donny rein, was da passiert. Hier haben wir jetzt die Bogenschützen. Hier ist jetzt der Kamelreiter. So, natürlich ist das jetzt von der Aufteilung her. Das sehen wir hoffentlich nachher anders bei Micro Wars. Aber... ja, das ist jetzt besser. So soll's sein. So. Tschüss. Ja, hierauf. Ja. Stirb! Ja, der Kamelreiter macht hier selbst alleine den Job. Ja, Florentin hier. Pop 46, Donny Pop 8. Ne, Moment. Florentin hier Pop 58. Und Donny Pop 46. Und jetzt kommen hier die Ritter. Und das ist aber auch eine Entscheidung, die ich nicht nachvollziehen kann. Wir haben keine Zuchtauswahl bei den Byzantinern, deswegen heißt es 100 HP nur für jeden Ritter. Hat zwar das Defensiv-Upgrade, aber wenn Florentin hier einfach nochmal, ja, 6 Kamelreiter baut, und er hat ja auch Mönche, boah, da müsste eigentlich nur 3 Kamelreiter bauen, dann 3 Mönche, Feierabend für Donnys Armee. Die Ritter in die Kamele rein. Was ist das denn für eine Entscheidung? Gucken wir mal seine Wirtschaft an, er hat auch schon ein zweites TC auf jeden Fall. Ja, die sind beide... ja, doch, jetzt arbeiten sie mal wieder. Und wir gucken mal, was Florentin macht. Florentin hat hier viele Skirmisher und das ist das Problem. Das kann man auch genauso auf Warcraft übertragen. Wenn du nicht scoutest und nicht weißt, was da kommt, okay. Ja, dann reagierst du so. Jesus Christ. Ja, tschüss. Weg mit denen. GG ist es natürlich nicht. Aber Florentin muss natürlich aufpassen, einerseits, dass seine Idols nicht hier so dumm rumstehen und ja, dass er mal Kamele baut. Ich meine,
Sein einziger Vorteil ist jetzt gerade, na gut, vielleicht auch mal Häuser bauen, gut. Ja, er baut auf jeden Fall Kamele. Mehr auch aus beiden Stellen und er braucht mehr Ressourcen. Also seine Gold- und Holzwirtschaft sieht, Copy. Aber Nahrung? So, und jetzt, wie gesagt, ja, plus eins noch. Mann, das würde ich noch nicht fighten. Das würde ich einfach noch nicht fighten. Dann würde ich meine Armee zurückziehen. So verschwendet er jetzt seine Kamelreiter. Das ist, Also, das muss nicht sein. Hier nachwallen. Hätte er alles machen können. Ja. Du siehst schon, was für einen Schaden der Kamelreiter hier macht. Warum Donny hier weggeht und jetzt hier Dorfbewohner Schaden machen möchte, verstehe ich nicht ganz. So könnte er jetzt, ja, hier wichsen noch einen Ritter verlieren. Schon wieder. Nein. Falscher Hotkey. Falscher Hotkey. Marco mag Donny nicht, aber fällt auch nicht schwer, wenn Donny sich so einen harten Schieb mit dem Tränen. Nein. Also, ich mag Donny. Er macht es schon gut, aber wie gesagt, die Entscheidung, hier auf Ritter zu gehen, ist nicht richtig. Wenn Florentin es besser ausspielt, und das müsste er, also vielleicht auch Markt bauen, jetzt zum Beispiel bei der Anzahl an Holz und Gold, würde ich jetzt Markt bauen, schnell auf Food, wenn ich jetzt sehe, dass hier, schafft der den? Wenn ich jetzt sehe, dass so viele Ritter hier unterwegs sind, auch mal diese Dorfbewohner hier rausziehen. Das sind schon wieder 4 unnötige Tode, die vielleicht hier gestorben werden. Ja, und der Mönch, der kommt ein bisschen zu spät. Auf jeden Fall hat er einen gekriegt. Also das Spiel ist nicht vorbei. Ich würde jetzt den anderen Mönch auch noch holen. Und ich würde nicht diese Kamelreiter einzeln reinschicken. Mann. Und den Mönch vielleicht noch retten. Schafft das? Nee. Ja. So, jetzt haben wir hier einen zweiten. Jetzt zieh sie doch zurück. Du hast 3 Stück. So, Donny baut derweil weiter Ritter. Volle Upgrades drauf. Mehr geht nicht. Also in der Ritterzeit zumindest nicht. Ja, er muss darauf achten, dass er jetzt mehr und mehr auf... Ah, jawohl. Gut, jetzt kriegt er wenigstens das hier gelöst. Also das ist schon mal Vorteil. Hat er denn auch... Pferdehaltung hat er nicht. Mit Pferdehaltung und Zuchtauswahl. Er würde Florentin allein nur mit Kamelen, würde er den Donny überrennen. Und Donny baut weiter Ritter. Das kann Donny echt das Genickbrechen, ne? Und wieder die Glocke. Wieder die Glocke. Wir haben gesagt, heute gibt es keine Hotkey-Probleme, also macht das Florentin absichtlich. Absichtlich die Glocke gedrückt von Herrn Will. So, jetzt haben wir hier. Ja, schön. Oh, schönes Mönch, Maiko. Das war gut. Jetzt muss er nur mal diese Armee hier auch mal auf die Map bringen. Hier oben sind noch 2 weitere Ritter, die sind egal. Den Mönch würde ich jetzt ausquartieren wieder. Genau. Und jetzt mal wieder ein bisschen bekehren. Schön. Kriegt er auch. Ja, wollte gerade sagen, einen kriegt er. Florentin muss da ruhig bleiben. Und jetzt kommt hier Donny. Jetzt bin ich mal gespannt. Baut er hier eine Burg? Ja, er will eine Burg bauen. Er will eine Burg bauen. Er will jetzt hier eine Burg bauen. Das könnte wirklich Florentin egal sein. Weil diese Armee, die Donny hat auf jeden Fall massiv viele Ressourcen. Nee, er baut hier Kasernen von. Ach, auch schön. Nee, das ist clever. Das ist clever. Kann man machen, schön auf Trash gehen. Problem ist da, dafür ist seine Eco nicht ausbalanciert. Hat jetzt gerade sehr, sehr viel Gold und sehr, sehr viel Nahrung. Merkt aber, dass Florentin mehr und mehr auf Kamelreiter geht. Und ja, er wirkt orientierungslos. Er kriegt es noch nicht koordiniert, währenddessen hier eine Versammlung stattfindet, eine Beratung. Wie verfährt man weiter mit dem Feind? Kämpft man? Flieht man? Die drei Weisen beraten diese Gruppierung auch noch. So, jetzt hat Florentin es endlich abgewehrt. So, und Donny wird hier aber auch weiter Druck machen. Baut jetzt hier die Kniere. Mit Upgrades. Und jetzt kommt die Burg. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Florentin das sieht. Ja, sieht er. Aber ich wette, er sieht es dann spät. Und Florentin ist wieder haust. Und jetzt sollte er es spätestens sehen. Aller spätestens sollte das jetzt sehen. Ja, erster Dorfbewohner wird versucht zu bekehren. Da haben wir jetzt 4 Pikemen. Und wenn Florentin mal hier Upgrades machen würde, ein Marktbau, 2500 Holz, 1400 Gold, ist einfach zu viel. Ist einfach zu viel und kommen die Quick Walls. Was Florentin machen könnte, ist einfach hier einen Turm hinbauen, Feierabend. Und jetzt hier durch. Er versucht es jetzt hier zumindest.
wird er kämpfen. Kein guter Kampf. Die Burg geht hoch. Die Burg geht hoch und damit verliert Florentin das erste Spiel, denke ich. Also er bleibt Haus, er versucht hier jetzt den Marktplatz zu bauen in einer unfassbaren Enge. Also, ja, verliert hier alle seine Einheiten. Das ist, müsste das GG sein. Das müsste das GG sein. Wichtiger Fight für Donny auf jeden Fall. Ist eigentlich schon das GG. Aber er hat hier ja noch seine Mönche. Die könnten auf jeden Fall noch diesen Bau gerade so verhindern. Ihr seht schon, allein 6240 HP diese Burg. So, und was kommt jetzt? Mönche, Mönche, Mönche. Ja, wenn er das gut koordiniert, kann er hier ein paar holen. Aber da kommt der nächste Dorfbewohner. Ja. Und der wird diese Burg fertigstellen. Ja, ja, oder? Also, noch bin ich nicht so sicher, warum Florentin auch vor allem hier nicht einen Markt baut, sondern da, wo es am engsten ist, wo er eh sich schon alles hingebaut hat. Und so ist Villeneuve GG. GG. Eieieiei. GG. 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 Sorry, jetzt habe ich hier irgendwas rausgezogen. Gut gespielt, Mann. Nee. Ja, wollen wir kurz analysieren, was da passiert ist? Von mir aus gern. Gut. Also, ihr wart beide, also in der frühen Feudalzeit oder frühen Dark Age, wart ihr beide ein bisschen langsam. Ja. Der Scout Rush war auf jeden Fall für Florentin schon, boah, super schwer. Also da hätte es mehr als ein Pike gebraucht und die verteilt, da hätte Donny gar keinen Schaden machen können. So hat er so viele Wild schon gekickt. Und was ich nicht verstehen konnte, war genau diese Enge hier. Du hattest hier dein Lumbercamp irgendwo, hier ist dein Lumbercamp, aber du hast hier alles dann zugebaut, auch den Markt hier jetzt gerade hingebaut, anstatt auf die freie Fläche zu gehen. Du warst dann früher in der Ritterzeit, Florentin, und da war es eigentlich. Ja, ich wollte halt Ritter bauen, aber hab dann gemerkt, das dachte ich mir, dass das Problem war. Aber gehst du auf die Kamelreiter, dann machst du ihn aber fertig, aber sowas von. Ja, das hat dann auch ganz gut geklappt, aber ich hatte mich dann halt so zugebaut und dann war ich immer rechts und er links und dann. Ja, genau, also das Ding ist, egal, wie viel ich hatte. Wenn du auf diese Schießanlage verzichtest und die fünf Plänkler, die du da gebaut hast, für, keine Ahnung, vier, fünf Archer, und du hast ja auch noch Elite-Plänkler draus gemacht. Und anstatt dessen auf die Kamele gehst und die auch noch entwickelst, weil du hast gar keine Upgrades drauf, nur das Passive von den Indern, dass die noch ein Defensiv-Upgrade haben, da hättest du Donny in Grund und Boden rammen können. Ja. Donny natürlich macht es ganz, ganz cool, das habe ich auch gesagt, dann hier mit den Forward. Aber wie gesagt, auch von Donny ein etwas langsames Spiel und vor allem auch sehr, sehr lange auf Ritter geblieben, obwohl er gesehen hat oder obwohl du gesehen hast, dass Florentin Kamele hat. Und dann vor allem ja, als Inder. Also ich würde jetzt schon mal sagen, in Grund- und Bodenrahmen ist ein bisschen übertrieben, weil ich habe ja Baujahr, ich reagiere ja. Und wenn ich sehe, er hat diese Menge an Kamelen, die noch nicht reicht, um in meine Base reinzukommen, und ich klicke ja drauf und sehe ja die Upgrades, dann habe ich deswegen weiter Ritter gebaut, um einfach mobil zu bleiben, um ihn einfach konstant zu beschäftigen. Und deswegen hat man ja gesehen, am Forward habe ich ja mitgedacht, dass ich ja Pikes baue. Habe ja die Defensiv-Upgrades beide jetzt schon drauf auf den Pikes. Bisschen schlecht gemacht, die mit den Mönchen, ist klar, meine Scouts kommen dann zu spät. Aber das wollte ich noch mal sagen, also in Grund und Boden. Ich meine, in Grund und Boden hätte er dich gerammt, wenn er es richtig gespielt hätte. Wenn er es richtig gespielt hätte, hätte er dich mit der Civ in Grund und Boden rammen können, mit dem, was du gemacht hast. Nicht so, was er jetzt gerade hatte, natürlich. Ja. Das war natürlich dann nicht der Fall. Aber wie gesagt, der Markt kam ein bisschen spät. Wenn du, Florentin, ein bisschen früher den Markt baust, dann kannst du deine Wirtschaft so geil ausbalancieren und dann kriegst du auf den Donny hin. Ja, ich habe echt versucht, so lange wie es geht, nicht in diesem Panik-Hilfe-Ich-werde-angegriffen-Modus zu verfallen, aber es ist so schwer. Und dann hängt er da wieder ein, der Speerträger hinten drin und dann verlierst du es da. Und dann dachte ich mir, oh, jetzt habe ich seine Ritter getötet, jetzt gehe ich zu ihm und dann ist die ganze Armee rechts und er kommt links und du weißt schon, alles ist kaputt. Das ist, weil bis ich da zu, und diese Drecksmönche, die sind so langsam. Und dann denkst du einfach, das war's einfach. Ich habe allein schon deine riesen Ritterhorde gesehen, dachte mir, da schon ist vorbei. Aber die hatten noch gar keine Upgrades. Das ist doch egal. 20 Ritter gegen zwei Speerkämpfe ist völlig egal, ob die Upgrades haben oder nicht. Unter den TCs und so sterben die dann, da kann ich nicht rein. Naja, aber es war, ja, es war okay. Ich fand's stark, ey, ohne Witz. Und ich sag das nicht so. Ich hab echt geschwitzt. Also ich hab, deswegen wollte ich gerade nochmal, das nur nochmal einordnen mit dem in Grund und Boden. Damit wollte ich nur sagen, also ich hatte schon auch aus meiner Sicht das Gefühl, jetzt da so ein bisschen die Kontrolle zu haben, sozusagen. Bei Ritterzeit habe ich Schiss gehabt. Habe ich gesehen, jetzt ist ja Ritterzeit, was mache ich jetzt? War noch nicht fertig abgewallt. Ja, und es ist halt auch nochmal so ein bisschen das Ding. Inwiefern spielt man sein normales Spiel und inwiefern passt man sein Spiel der Map an? Und ich dachte halt, es geht in der Map um Reliquien.
Ja. Und das ist halt so alles. Ach so, ja, ja, und dann dachte ich, okay, halt schnell Mönch, schnell sammeln und so. Ja. Aber ich glaube, dir war das scheißegal, du hast mich einfach vernichtet. So. Und dann ist es halt einfach so, wo, wie, das ist halt schwer, die Balance zu finden zwischen, wo passt man sein Spiel der Map an und wo spielt man einfach normal sein Ding runter. Ja. Und ja, keine Ahnung, da dachte ich vielleicht irgendwie. Ja, da habe ich zu wenig auf dich geachtet. Ich musste dich nur weghalten, um genug Reliquien zu sammeln. Aber dass das Spiel natürlich relativ schnell vorbei ist. Du hattest auch ein bisschen ein unglückliches Gold, muss ich sagen. Da konnte ich gut mit den Scout stressen. Das war schwer zu sehen, wo da eigentlich ein Teil ist und was nicht. Ja, ich habe dein Haus gebaut und hab dann mit dem Palisadenwall geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Ich hab's das war so ganz geil. Ich komme ja mit den Rittern rein, so blöd, und ich sehe einfach peripher diesen hier. Ja, ja, genau, immer, du weißt immer, ich hab schon verloren, wenn ich den hier mache. Da weiß ich schon, das ist genau der Punkt. Gut beim Florentin bei zwei Sachen. Wenn er so macht und wenn ich die Glocke höre. Ja. Ey, ich weiß nicht, ich muss echt meine Hotkeys ummelden. Ich habe diese dumme Dorfglocke auf irgendwie, wenn ich die Maus bewege, ist Dorfglocke, glaube ich. Vielleicht das ist so. Unten so ja, genau. Ständig diese Dorfglocke und dann rennen die alle durch die Gegend. Was? Ja, das ist so der hat, ich höre das ja auch. Warum höre ich das eigentlich auch? Ist es normal? Ist so laut, dass der Gegner das hört, die Glocke? Nee. Was ist hier passiert? Ja. Mal eine Frage an Marco. Ist das normal, dass der Gegner, also dass ich seine Dorfglocke? Wenn du in der Nähe bist mit Einheiten, hörst du seine Glocke. Ah, ich hab die dreimal gehört. Das ist, niemand, der bei Sinn ist, klingelt die Dorfglocke. Niemand. Ja. Dann passt auf, Freunde. Dann gehen wir ganz kurz in die Werbung schnaufen. Ey, aber komm, ich krieg das hin. Ich darf nur nicht glaub in diesen ich auch. Modus verfallen. Glaube ich auch. Und ich glaube, Homeland könnte deine nächste Map werden. Homeland ist die nächste Map. Die werde ich auch gleich eröffnen. Ihr könnt sie auch gerne euch in der Werbepause noch mal ansehen. Wir machen auf jeden Fall kurze Werbung. Okay, wir können dann zurück. Es geht wieder. Wir können direkt spielen. Nee, wir machen kurz eine Werbung auf jeden Fall. Gut. Wir machen ganz kurz eine Werbung, kommen dann zurück mit der zweiten Map, Homeland. Willkommen zurück bei zu Rage of Empires am Freitag. Die erste Map haben wir hinter uns zwischen Donny und Florentin. Es ist erfolgreich ausgegangen für Donny. Und wir kommen sofort zur zweiten Map namens Home Map. Die beiden haben schon ein bisschen diskutiert, was für Strategien man fährt, ob man restartet, wenn man die falsche Civ hat. Und ich bin gespannt, ob die beiden das so machen werden. Florentin, Donny, wie sieht's bei euch aus? Bei uns sieht's gut aus. Ich muss für Florentin sprechen, weil ich habe nur ihm gesagt gerade, er könnte, ich wollte ihn nur quasi daran erinnern, dass er eventuell Restart machen könnte, wenn er eine schlechte Civ bekommt. Aber Ehrenmann aber Florentin, muss man aber sagen, Ehrenmann Florentin, deswegen sage ich aber das auf, sollen das alle hören. Florentin lädt sich zurück zu mir und sagt zu mir so, wegen Civ, das ist doch scheiße. Aber ich habe sie aber nur angeboten, das könnte natürlich es sein. Es wäre valide, ja. Nur um das mal zu veranschaulichen, Age of Empires ist ein sehr emotionales Spiel. Ich habe anscheinend gerade, als ich das Spiel verloren habe, unbewusst, ich dachte, ich hätte nur unterm Tisch leicht gegen den Kasten hier getippt, aber anscheinend habe ich dieses HDMI-Kabel hier abgetreten. Also man merkt schon, dass es durchaus emotionaler als dass man es merkt manchmal auch. Du, Alter, die erste Glocke, da hatte ich kurz ein bisschen Schiss, da hast du auch nochmal das gesehen, der ist auf den Tisch geboxt. Ja, weil es mich so ankotzt. Aber ich finde das gut. Ich bin zwei das sind die Emotionen. Ich bin zwei Stunden vor Sendungsbeginn hier und mach alle Hotkeys und dann lege ich den dümmsten Hotkey, deine gesamte Eco läuft amok, lege ich auf W, wo ich einfach, wenn mir langweilig ist, einfach mal drauf tippe, ey. Ist einfach zum Kotzen. Da muss ich jetzt durch, kriegen wir hin, los geht's. Auf geht's. Wald hier. Die zweite Komm, Map. Auf geht's, pack okay. was. Anzeige ist raus mit dem Kabel, ne? Ja. Okay. Die Map heißt Home Map. Wir haben Chinesen gegen Sarazenen. Und die, besten Völker überhaupt. Die Chinesen sind bei Florentin. Florentin ja, baut schon mal zwei Häuser, muss er gar nicht, weil das TC beherbergt. Oh, Moment, das muss ich mal selbst kurz nachschauen. Nee, doch nicht. Doch, Moment, da war's doch. Hier, Dorfzentrum unterstützen 10 Bevölkerung. Zack, da brauchst du nämlich nur ein Haus bauen und nicht zwei, aber egal. Er kann auf jeden Fall sofort den Webstuhl bauen und er macht schon wieder die Glocke. Da ist sie wieder. Ja, die Glocke hat sie mal getan. Wir schauen uns mal die Map an. Florentin, natürlich, hat hier einen richtig guten Spot, hat natürlich viele Ressourcen. Ich muss Hotkey ändern, anders wird das nichts. Sehr viele Ressourcen. Ich dachte, er hat ihn geändert. Hat er nicht. Auf jeden Fall, ja, sehr viel Stein, sehr viele Ressourcen, wie man sieht. Es ist auf jeden Fall eine Map, die ins Late Game getragen werden kann. Und hier haben wir auch gerade den Durchgang gesehen. Jetzt bei Donny, schauen wir mal da rein. Ja, da haben wir den Sarazenen, der für mich hier einen Nachteil hat gegen Chinesen. Einen deutlichen vielleicht sogar. Chinesen, eine der stärksten 1 gegen 1 Civs zurzeit. Sarazenen
werden eher gar nicht gespielt. So, jetzt sperrt er hier bewusst seinen Dorfbewohner ein. Kann man auch machen. Ja. Und Donnys Map? Ja. Also, im Endeffekt muss sich keiner beschweren, dass die Map hier doof ist. Die kannst du sehr gut spielen, wie ihr hier seht. Es gibt überall noch weitere Ressourcen. Wir haben Relics hier. Wir haben auch noch weitere Goldspots auf jeder Seite. Und vor allem, was ich fair finde, wir haben eins und zwei Relics auf jeder Seite. Also da gibt's auch nichts zu meckern. Und vor allem das Fairste, die letzte Relic ist genau in der Mitte. Also genau da, wo Gewalt wird. Also hier ist natürlich eine sehr, sehr große Öffnung. Ich bin gespannt, ob und wenn ja, wer dort zuerst wollen wird. Oder ob es hier vielleicht einfach ein ganz normales, stinknormales Age of Empires-Spiel sein wird, bei dem gerusht wird, bei dem es einen Flush zu sehen gibt. Später dann eben Castle-Action. Ansonsten, ich würde jetzt schon fast vorgehen mit zwei Villagern, wenn ich mit meinem Scout unterwegs gewesen wäre, wie hier. Was hat denn Florentin bisher scoutet? Hat noch nicht den Durchgang entdeckt. Und das Schöne ist, beide wissen eigentlich, es gibt nur diesen einen Durchgang. Später natürlich in der Imperialzeit, da kann von jeder Seite ein Durchgang entstehen. Was Florentin natürlich auch nicht weiß, wo ist sein Boar? Na, hier unten ist er. Na, fast auf der richtigen. Gibt's hier Schweine? Gibt's hier Boars? Wie bitte? Gibt's auf der Map Boar? Ja, zwei Stück. Gibt's okay. Auf der Map Boar? Ja, hier. Ja, hier. Hier. Da. Nein, nicht draufhauen. Aha. Macht er. Sieht er. Und ignoriert er. Jetzt geht er nochmal zurück. Heieiei, also im Saft würde ich jetzt nicht sagen, das kann passieren, dass der Boar hier zurückrennt, weil er ein bisschen zu weit weg ist. Weil er lange Zeit nichts angreift. Aber nö, sieht noch gut aus. Ja, Villager werden auch durchgebaut. Und wie gesagt, Florentins großer Vorteil jetzt gerade ist, wirklich diese, oh, die Mill sieht nicht so schön aus, wirklich dieses Haus mehr gerade, also es ist unwahrscheinlicher, dass er jetzt hier lange haust ist. Food droppen, um Villager zu bauen, das muss er noch schnell machen. Jetzt. Eher früher, lieber früher als später. So ist das TC lange Zeit idle, aber na gut. Machen wir den Gefechtsnebel mal wieder aus und gucken bei Herrn Dumbledore rein. Da wird schon der zweite Bohr geholt. Besserer Start für Donny. Deutlicher besserer Start. Also diese Mühle ist da schon besser, aber natürlich der Spot ist nicht so geil. Also hier ist noch ein Baum dazwischen. Die Mühle kannst du gar nicht sehr viel besser bauen. Also wenn die beiden Sträucher hier weg sind, ja, was willst du machen? Aber auf jeden Fall gutes Timing beim Bohr. Vier Villager auf Holz. Das sieht alles grundsolide aus. Hat er auch schon? Nee, hat er nicht. Ja, ist halt noch leicht langsamer. Also es fehlen halt wirklich ein paar Sekunden. Dann baut er den 20. Villager auch noch unter der 7. Minute. Aber gibt wenig zu meckern. Und wir sehen ihn. Wir sehen den Ball. Ja, und Florentin will den irgendwie verhindern. Und was ich immer sage, oh, da ist kein Loom drauf. Da ist kein Loom drauf. Töte ihn doch. Also anstatt hier rumzukiten, einfach schnell den Villager töten und Feierabend. So, jetzt hat er natürlich, jetzt will ich noch schnell hinterherrennen, den Villager noch töten und dann Feierabend nach. Och, Gottes Willen. Der war gut. Muss man ihm lassen. Der war gut. Der ist safe. So, jetzt könnte er den, also ihn jetzt nicht, aber er könnte einen Villager reinsneaken, weil in diesem Moment weiß Donny mehr über die Map als Florentin. Er weiß, wo die Lücke ist, währenddessen Florentin das jetzt auch weiß, aber er macht keine Anstalten. Oh, ja. Ja, also, was Donny gerade noch gut gemacht hat, macht er in diesem Moment nicht so gut, verliert hier unnützerweise Mann, seinen. Wegen dem Scheiß habe ich jetzt voll. Das war gut von dir, ey. Das hab ich voll zurückgeworfen, du Arsch. Naja, zu. Ja. Fuck. Das ist, ich sag mal so, aus dem ehemaligen Vorteil von Donny wird jetzt vielleicht doch nochmal ein Nachteil. Er kann trotzdem sneaken und wenn er jetzt. War halt Haust, deswegen. Das war mein 18. Oh. 18 Haus. Oh. Wenn Florentin jetzt hier. Ja. Und keinen Loom gab. Sucht und findet er sie. Gibt es hier Blut?
Weiteres Blut, ja, such, 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 such. Such, such, finde. Och, Leute! Jetzt soll steht er da. Hm? Dieser Wilde, den du vorhin angegriffen hast, der hat jetzt fertig geworden, der hatte 1 HP. Hm, fertig. Also, ich hab gesehen, dass er wenig hatte, ja. Also, wenn Florentin jetzt hier einfach reinklickt. Na gut, okay, sie bleibt safe. Der war doch eingewollt. Ja gut, aber irgendwann muss ich ja die Mauer fertig bauen. Also, du bist ein sehr geduldiger Typ. Aber auch mutig von Donny. Diesen Villager jetzt hier. Oh. Guck mal, wenn Florentin jetzt hier einfach weitergeht. Ja gut. Ja, wurscht. Mara-Taktik. Ja, langsam sich durchnödeln. Ja, also er hätte sie töten können. So kennen wir sie doch. Hat Donny vielleicht bewusst geblufft? Hat er vielleicht... Ich beeil mich. Hat er vielleicht bewusst gesagt, die ist jetzt schon safe, keine Sorge. Aber war sie es noch gar nicht. Und wollt auch hier die Relic ein. Also sprich, Donny kriegt hier auf seiner Seite drei Relics. Donny, überschätze mich nicht, okay? Ich bin mit Feldern überfordert. Ich verstehe nicht, warum Florentin, obwohl er Fast Castle spielen möchte, Pop 25 geht. Das ist ein bisschen zu wenig. Donny steht bei Pop 26, geht auf 27. Ja, eher so. Sehr, sehr schlecht. Bei mir auch. Ich habe lange keinen Bohr gefunden. Also, ich war wegen dir halt. Man darf sich natürlich jetzt nicht beirren lassen, weil Donnys Villager Population steht bei 27 und Florentins bei 24, weil Florentin hat ja noch seinen Scout. So. Hm? Was? Donny, du machst das gut. Danke. Du kriegst das hin, Mann. Okay. Das ist... Das haben wir mal anders gelernt. So, jetzt gucken wir natürlich mal kurz hier auf den Wall. Ist der auch sicher? Ja. Nö, ich glaube, doch. Ich glaube schon. Also... Nee, hier ist auch noch ein Baum. Ich habe halt keinen Gameplan. Wie noch nicht, was ich jetzt machen soll. Gameplan, hast Sarazene. Ich komme in meiner Welt. Also mit einem Sarazen, also... Ich habe keinen Gameplan. Okay. Kannst Kamele gehen, kannst Mamelucken gehen, obwohl natürlich Mamelucken gegen Shukunus brutal schwach sind. Also so richtig, richtig schwach. Du kannst hier auf Handcannoneers gehen und Lightcalf. Du kannst auf berittene Bogenschützen gehen. Du kannst auf Champions gehen. Du hast sehr, sehr viel Auswahl als Sarazene. Aber natürlich erst in Imperialzeit richtig, richtig, richtig stark. Ritter solltest du vermeiden zu bauen, weil dir fehlen alle künftigen Imperialzeit-Upgrades für die Ritter. Also sprich, du kannst keine Chevaliere bauen und keine Paladine. Sneaken wäre auch eine unfassbar starke Idee, die Donny hier ausführen konnte. Oh, chill ich jetzt aber, so ein bisschen. Ja. Chillen. Ich glaube, er will, ja. Also, Donny liegt, auch wenn man es gerade punktetechnisch nicht so richtig glaubt, aber Donny liegt vorn. Hat hier definitiv die bessere Wirtschaft. Also, Pop 27 gerade. So, Florentin zieht gerade erst nach, was die Population angeht. Ist jetzt gerade vorne, warum er hier jetzt Bogenschützen bauen will. Also, ich habe ja den Jungs die Map erklärt und gezeigt. Florentin sieht, dass da ein zweiter Wall nachgebaut wird. Vielleicht will er auch einfach nur diese Relic und dann Druck ausüben, aber... Was? Ich bin so fucking dumm einfach. Ja, er merkt da vielleicht gerade auch in diesem Moment, dass es nicht so clever war, eine Archery-Range zu bauen. Hast du Gebäude vergessen oder so? Ja, ich glaube, es ist wirklich eher das hier. Schmiede, ja, okay. Ja, also... Ein Bogenschützen, okay, komm, ein Bogenschützen ist nicht so schlimm. Mich hätte eher aber der Markt gefreut. Also der Markt wäre hier den Schützen, oder sinnvoller, was? Aber er hat halt seine Wirtschaft nicht so gut ausbalanciert. Bogenschützen liebe. Und ja, es ist zu wenig auf Holz. Also das wird ein relativ schwacher Boom. So, hier könnt ihr weiter ein bisschen nerven, das ist fein, ja. Das nervt ein bisschen. Das ist auch schön. Florentin auf jeden Fall auf dem Weg in die Ritterzeit. Donny auch. Donny Pop 29, Florentin Pop 33 ist jetzt wirtschaftlich wieder vorn. Donny aber doch eine deutlich bessere ausbalancierte Wirtschaft. Auch wenn das hier mit nur zwei Dorfbewohnern auch wieder eine andere Entscheidung ist. Jetzt kommen aber, jetzt kommen neue Halsfelder nach. Alles easy, alles gut. So viel brauchst du gar nicht auf Gold, wenn du boomen möchtest.
Er hat schon hier Stein angefangen. Ja, er hat den Markt gebaut. Da weiß man immer schon bei jeder Aktion so, ja, da sagt er dann nachher wieder. War Bullshit. Nö, also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er machen soll. Genau. Okay, cool. Ja, das Gegenteil ist auf jeden Fall. Ja, also, wie gesagt, der eine Bogenschütze, der tut jetzt nicht so weh. Mich hat er voll. Ja, aber das ist ja. Das ist schön. Dass sich doch nicht so verletzt fühlt, dass man einmal Kritik äußert. Das ist ihm unüblich. Normalerweise nimmt er das. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, das stimmt schon. Normalerweise nimmst du die Kritik immer so gut an. Ah, hast du einen Scout gebaut? Toll. Auf jeden Fall 4 Dorfbewohner weiterhin hier auf Holz und 5 nur hier. Ist, ja, im Endeffekt, er hat ja genug Holz für 2 Dorfzentren. Von daher, das ist halt schon mal fein. Er sollte vielleicht mal ein neues Haus bauen. Macht er nicht. Auf jeden Fall, was er hat. Oh. Ja, er hat den Markt. Er hat den Markt, den starken Sarazenenmarkt. Hier kommt das erste Town Center, das zweite sollte gleich hier so gleich folgen. Oh, ich habe auch schon wieder Bock zu spielen ein bisschen, ne? Das zweite folgt auch. Was natürlich jetzt fehlt, ist das Haus. So. Und das ist natürlich nicht so gut, da würde ich den jetzt abbrechen und nicht noch einen neuen bauen, sondern Schubkarre bauen, wenn er es nicht schon hat. Schauen wir mal kurz. Hat er schon Schubkarre? Nein, hat er nicht. Gut. Würde ich in dem Fall auf jeden Fall eher präferieren und jetzt diese Leute hier auf Holz noch setzen. Kleinigkeiten ist natürlich schöner, wenn du Zeit findest und auch nutzt, wenn du, ja, gerade Haus bist. So, jetzt gucken wir mal hier. Ich weiß ja nicht, also die einfachere Lösung wäre jetzt hier einfach Relic holen, raus, Wall. Tschüss. Ja, aber er kommt durch. Er kommt durch. Er guckt. Er sieht. Er wittert. Jetzt siehst du es, ne? Ja, aber. Ja, auf jeden Fall die Archery Range geht hoch. Okay. Upgrades sind drauf. Das ist schon mal gut. Folgen noch weitere? Nee. Dorfzentren. Top 40 hier nur. Ja, guck mal, jetzt kommt erst. Jetzt kommt erst das zweite Dorfzentrum, für was eben die 2 Spearmänner sind, das weiß ich auch nicht. Also Florentin hier mit einer echt nicht so starken Performance. Ja. Ah, nein! Top 40 gegen Top 36. Ja, hier kommt jetzt ein Villager. Oh, und auch noch den Skirmish. Der ist auf meiner Seite. Das gibt's doch nicht! Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das sterben jetzt beide Flänkler, ne? Ja, RIP. Ich boome auch gerade so abartig schlecht. Ich mache alles falsch. Ja, okay. Also, na gut, was heißt denn alles falsch? Also, solange alle Dorfzentren arbeiten, ist alles in Ordnung. Hast ja 3. Ja, Vorteil für Donny zurzeit noch. Aber, heieiei. Hier. Soll ich den Wolf töten? Der Wolf ist einfach mal. Ich töte den Wolf für dich. Nein! Ach, Florentin, du gutherziger Mensch. Was bringt dir das am Ende? Am Ende dankt es dir niemand. Boah, ich bin gerade so schlecht. Ja, alle 3 Dorfzentren arbeiten jetzt aber. Ein paar mehr Felder wären jetzt gut, weil, ja, jetzt gleich wird es passieren, dass er keine. Ja, dass er keine Dorfbewohner mehr bauen kann. Na, aber doch, noch geht's. Es kommt immer gerade so rein. So, wie man sieht hier, jetzt kann er wieder bauen. Aber immer so gerade so. So, Pop 46 bei Donny, Pop 50 bei Florentin. Ja, man muss immer bedenken, er hat hier einen Archer, er hat hier Spearman. Jede Menge auf Holz. Das sieht besser aus. Er muss aber auch immer auf die Häuser achten. Es wäre schön, wenn er noch ein weiteres Dorfzentrum bauen kann. Dieses Holzfällerlager könnte man auch besser platzieren. Wäre hier ein bisschen schöner gewesen vielleicht. Es wird auf jeden Fall viel Stein abgebaut. Wir sehen das zweite Offensiv-Upgrade für Schützen. Aber immer noch keine Armbrustschützen. Wozu denn jetzt 4 Plänkler? Also, das muss er mir einfach mal erklären, weil diese Gedankengänge kann ich nicht nachvollziehen. Das ist eben eine Map, die wie Dunkler Wald oder Michi eben funktioniert. Du wallst einmal ab, hast dann Feierabend und go for the boom.
Und das könnten... Du musst das hier kommentieren. Beide machen. Aber... Ja, bisher, wie gesagt, also mir gefällt Donny hier ein bisschen besser, hat eben schon drei Town Center, könnte jetzt noch ein weiteres bauen. Baut's auch. Perfekt, ja. Hat dann vier, da kommt auch der Stonewall, baut eine weitere Schießanlage, hat hier Elite, Skirmisher und ja, puh. Also das ist, ich verstehe es noch nicht so ganz. Florentin zeigt einfach, welche Einheiten er bauen wird. Und hier könnte man als Sarazene jetzt Belagerungsonager bauen. Tschüss, Feierabend. Belagerungsonager, vielleicht Kamele dazu oder Halberdiere. Oder Skirmisher auch. Das geht alles. Also Donnys Position ist hier besser. Und das wirkt sich auch langsam auf die Punkte aus. Wie man sieht. Florentin Sko hier. Ja, gegen drei Skirmisher gerade. Jetzt kommen hier Villager dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passieren wird. Da kommt die Burg. Gut, und das könnte er. Da kommt die Burg, da kommt eine Waffenschmiede. So. Also was jetzt? Ja, er sollte auf jeden Fall aufpassen, hier keine Einheiten zu verlieren. Es kommen mehr Villager nach. Die hätten auch mal sofort dabei sein können. Da geht er noch hin, oder was? Ja, die Burg finde ich... Bin ich mutig? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Donny wird versuchen, vielleicht eine Mange zu bauen. Um das hier aufzuhalten. Ja, ja. Jetzt muss er nur halt seinen Dorfbewohner hier beobachten. Es wird zu lange dauern, diese Mange zu bauen. Es wird zu lange dauern. Und wenn jetzt Florentin hier schnell diese die Skirmisher hier rausnimmt, ja, und vor allem die rausnimmt, die auf seine Villager schießen, ja, dann ist das gut. Jetzt muss er nur wieder alle Villager ranziehen. Die Mange kommt gleich schon. 70%, das ist ein Rennen. Kopf an Kopf hier. Eieiei, 90%. Und jetzt kommt die Mange. Jetzt kommt die Mange, aber es wird wohl nicht reichen. Oh, schön ausgewichen. Ja, und die Burg geht hoch. Die Burg geht hoch und Florentin verliert hier keine Einheit. Ah, shit. Und da geht die Mange auch nochmal down. Und die nächste Mange auch wahrscheinlich. Jetzt wird schwer. Ja? Also Florentin jetzt mit einem doch deutlich offensiveren Spiel. Ich hätte es eher gedacht, dass Florentin die Wall, aber der Donny macht das hier. Und jetzt, ah, der muss aufpassen, dass die Mange jetzt nicht rauskommt. Wenn die Mange rauskommt, ja, dann ist sie einfach sofort weg. Das sind Ressourcenverschwendung. Und Pop 68 für ihn. Florentin muss eigentlich nur zwei, drei Petarden bauen, dann ist er hier durch. Dann ist da... Dieser Wall steht ja gar nicht für ihn. Er sieht ja nur, bis hier ist gewallt. Es reicht vollkommen aus, dass er hier durchkommt. Und da kommen auch schon die Schokolus. Und er baut den Petarden. Ja, perfekt. Eine Mange kommt auch. Doch, doch. Doch, doch, doch. Das kann man so spielen. Auch von der Population her ist Florentin jetzt... Oh, guckt euch das an. Aber nur zwei TCs, ne? Nur zwei TCs. Mich wundert, dass er noch kein weiteres baut. Er könnte jetzt hier noch ein weiteres bauen, aber macht er nicht, braucht er nicht. Er geht nämlich jetzt voran. Und jetzt muss er aufpassen, dass er nicht vielleicht mit seinen eigenen Einheiten hier in den Mangenschuss rennt. Die Villager sind zurzeit noch untätig, aber ich glaube, das bleibt nicht lange so. So, Donny, wie reagierst du jetzt darauf? Pop 91 für Florentin, Pop 75 nur. Aber Donny geht in die Imperialzeit und das hat, das ist gut. Das ist sehr gut, aber Florentin ist hier gleich durch. Florentin ist jetzt durch und kann hier massiv viel Schaden machen. Der Wall wurde noch nicht beendet. Er hat auch hier den Petarden am Start. Also der Wall wird auch nicht lange sitzen. Und wenn er jetzt hier reinknuspert, dann ist das aber auch schon... Ja, da ist aber auch schon fast Feierabend hier. Aber Florentin muss jetzt Druck machen, muss weiter nach vorne, muss jetzt töten. Und er sucht die Lücke. Wo ist die Lücke? Noch ist sie hier, aber die ist gleich zu. So, da haben wir den ersten Todesfall. Und der soll, ja, er sollte gar nicht so weit rüberrennen. Da kommt die nächste Burg. Ach du Jemine. Donny hat auf jeden Fall genug Ressourcen für eine eigene Burg bei sich zu Hause. Ist gleich Imperialzeit und er baut sie auch gleich hier. Jetzt kann Florentin mit einem guten Mangenschuss von hier, aber auch viele Dorfbewohner schon rausnehmen. Macht er aber nicht. So, wir sehen aber auf jeden Fall... Florentin macht Druck.
Florentin ist aber einfach noch nicht auf dem Weg in die Imperialzeit. Noch lange nicht. Und zwei Town Center reichen. Jetzt hat er das dritte. Mehr auf Food gehen und dann sitzt der Push aber auch. Oh, das ist die Lücke! Da ist sie doch! Aber die Burg geht trotzdem hoch. Ein bisschen zu spät die Lücke entdeckt. Ah, jetzt verliert er alle seine Einheiten. Unglücklich. Unglücklich. Unglücklich, unnötig. Ah, schade. Na, mir hat der Push lange gut gefallen. Jetzt wird er langsam im Keim ersticken, vor allem wenn Dorny dann in der Imperialzeit ankommt. Und das, ui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 , ist jetzt auch nicht so nötig, dass er jetzt hier noch Villager verliert. Ja, und die Mamelucken kannst du dir sparen. Also, die brauchst du nicht. Da sind die Skirmisher eine sehr gute Antwort auf all das, was Florentin da hat. Kann hier vielleicht noch einen weiteren Villager rausnehmen? Ja, fast. Ja, fehlen noch ein paar Upgrades wahrscheinlich. Also, auf jeden Fall, Florentin pusht hier weiter. Es kommen weitere Shukunus. Mehr und mehr. Und er könnte diese Villager wieder rausnehmen und, ja, einfach mal ein bisschen auf Food gehen. Vielleicht auch Food kaufen. Vielleicht mal Idols durchgehen. Vielleicht wirklich mal Idols durchgehen. 16 sind es gerade. Das ist ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel, um das Militär an der Front zu unterstützen. Florentin weiß, dass Dorny in der Imperialzeit ist. Und er könnte einfach versuchen, den Marktplatz abzureißen. Und er weiß, ich spiele gegen den Sarazen. Das ist etwas, was ein bisschen nervt. Und das ist das Einzige, was er gerade mit diesem Push hier machen kann. Und da kommt der Tribok. So. Was nun? Der Tribok wird auf jeden Fall diese Burg hier entfernen. Florentin sollte, ja, macht er gut. Schade, dass er die zwei Villager verliert. Hätte nicht sein müssen. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt da reparieren sollte, weil... Oh, doch, 1 für 1 ist okay. Guter Mangelschuss. Also, Donny versuchte hier noch zu micron, aber ging nicht lange gut. Jetzt kommt hier, nee. Hier kommt eine Burg, ja. Ja. Also, was mir da fehlt, ist Daumenring und Ballistik womöglich auch noch. Also, Ballistik habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass es drin ist. Ja, ist auch nicht drin. Daumenring und Ballistik, und der würde hier viel, viel, viel mehr Schaden anrichten können. Zwei Petarden braucht man. Oder? Hör ich mich gerade? Ja, zwei Petarden braucht man für den Wall. Wo sind Donnys Truppen, wird gefragt. Schauen wir mal. Ja, zurzeit ist es im Mangel. Das. Drei Triebwöcke. Und ein Mameluke. Also vier ist es nicht. Ach komm. Fast. Aber Flunte sollte es einen ganz kleinen Ticken defensiver spielen, dann kann er diesen Push trotzdem noch aufrechterhalten. Und Donny sollte versuchen, die zweite Burg auszunehmen. Florentin auf jeden Fall jetzt in seinem Element. Also, ich sag mal so, jetzt langsam sitzt die Wirtschaft. Und wir haben anstatt 16 jetzt nur noch drei untätige Dorfbewohner. Das Einzige, was fehlt, ist ein bisschen Holz. Dieses Lumbercamp hier kann man noch mal optimieren, nachsetzen. Er hat auf jeden Fall eine deutlich höhere Population. Und mehr Optionen, kurzer Leck. Dann hoffentlich geht's gleich weiter. So ist es auch. So. Und jetzt, anstatt hier so eine Reihe an Shukunus aufzubauen, wäre es vielleicht mal gut, ein paar Triebwürke zu bauen. So, und hier kommt jetzt endlich das nächste Lumbercamp. Hier könnten auch noch ein paar mehr Leute dran arbeiten. Aber, ja, also jetzt finde ich, jetzt kommen hier die Triebwürke, die machen jetzt die Waffenschmiede kaputt. So, und jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal, kommen Upgrades rein. Jetzt kommen auf jeden Fall die Triebwürke. Und es fehlen noch die Upgrades. Es gibt noch keine Universität, keinen Markt. Doch, Markt gibt es. Oh. Yeah. Ja. Aber wie gesagt, wichtig sind die Triebwürke und vielleicht noch zwei, drei Mangen. Und dann sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Also, Florentin pusht hier weiter. Donny natürlich noch, hat hier noch die Map für sich. Also, Florentin hätte auch zum Beispiel hier hinten durchgehen können. Aber das musste scouten. Das würde ich ihm auch nicht vorwerfen. Er muss auf jeden Fall jetzt versuchen, hier einen Push zu fahren. Und das macht er auch. Der Tribok wird auf jeden Fall Schaden machen. Und die Mange wird nicht rankommen. Und er will die Mange. Er will die Mange. Er will sie. Er will sie. Und er kriegt sie. So, und jetzt wieder auf die Burg. Frech. Tschüss. Das ist frech. Der war frech. Der ist frech, aber manchmal klappt's.
So, und jetzt sehen wir, Donnie müsste jetzt hier versuchen, ranzugehen und zu reparieren. Das ist jetzt so ein Scheiß. So, da kommt der zweite Tribok. Ja, und hier auch mit Villagern ran, Tribok reparieren. Es ist ein Stellungskrieg. Es ist ein Stellungskrieg geworden, der Stellungskrieg, den wir alle hier auf dieser Map erwartet haben. Aber schaut euch mal an. Ja, zwei Villager, ein bisschen wenig. Gegen zwei Triböcker, ja, ist noch einer. Na gut. Oder? Sehe ich dann zweiten? Nee, nee, der zweite Schuss kam nur noch. Ja, aber trotzdem, die Triböcke müssten jetzt wieder sich neu ausrichten, dass sie den anderen Tribok erreichen. Passiert auch gleich. Ich würde hier versuchen, weiterhin das, die Palisade abzureißen. Aber der Tribok, wow, da fährt das einmal rum. Keiner hat bisher eine Relic genommen. Überrascht mich ein bisschen. Jetzt sind hier drei, vier Dorfbewohner dran. Zweiter kommt und wir sehen Onaga. Wir sehen Onaga. Toll. Toll. Jetzt wird's ein Spiel. Chugunus mit dem letzten Offensiv-Upgrade der Schmiede. Ballistik wird untersucht. Dorfbewohner werden immer weiter gepumpt. Das macht Florentin immer besser. Also das muss man sagen, sein Boom, wenn er dann Zeit hat, ist immer noch mal etwas stärker als der von Donny. Und ja, Florentin verliert hier aber mehr Triböcke. Und Donny holt mehr Villager nach, um hier zu reparieren. Das macht er gut. Jetzt muss er aufpassen, dass hier jetzt nicht die Onaga dran sterben. Ja, das brauchst du nicht tun. Nein. Ja, das ist unnötig. Also auch unnötig sind die Mamluken. Das hier ist gut. Die Häuser hier angeordnet sind. Auch hier sehen wir Onaga. Oh. Also jetzt wird's hier aber happig. Florentin sollte auf jeden Fall. Oh ja. Der ist gefahren, Mann. Das geht nicht. Ja, Florentin jetzt hier stark und stärker im Nachteil. Jetzt kommen hier die Onaga. Und jetzt gibt's hier den Onaga-Fight. Und jetzt gucken wir uns den. Oh, einer reicht dir. Na, geh doch nicht da rein, bist du wahnsinnig? Ah, okay. Hohoi, du! Hallöchen! Hallöchen! Comeback! Ja, das war's. Comeback? Klar, Mann. Du bist vorne. Nee, überhaupt nicht. Ja. Schade. Also, Florentin könnte jetzt auf jeden Fall noch schnell eine neue Burg bauen. Sehr viele Ställe nachbauen. Und mit Husaren versuchen, beim Gleitkraft zu versuchen, das noch aufzuhalten. Ah, zumindest kriegt er zwei Onaga. Das ist einfach das Schlimmste. Gut. Ja. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Ich kann schlecht einschätzen, wie gut die dagegen sind. Gegen Onaga? Florentin? Guten Morgen. Also, dass ein Schütze gegen eine Ladung Steine auf den Kopf verliert. Das kann man sich auch mal denken. So. Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall immer noch. Florentin von der Population her. Ich bin hier so wirre durch die Gegend. Ich verstehe. Immer noch gut, aber Donny holt auf. Donny holt immer weiter auf. Natürlich, jetzt die Punkte sehen super aus für ihn. Liegt vor allem an diesen massiven Kills hier vorne und an, ja, den besseren Upgrades. So, Florentin fehlt. Ja, fehlen noch hier einfach Upgrades. Diese Fights darf er nicht eingehen. Also da muss er weg, da braucht er Onaga, da muss er Produktionsgebäude nachbauen. Mehr und mehr. Er hat jetzt eine Relic geholt und hier haben wir, ja, er holt die nächste. Merkt auch, dass er Gold braucht. Und das schnell. Stein hätte er hier noch zur Verfügung, ein paar Idle Villager hätte er noch zur Verfügung und er könnte Trash bauen, sehr, sehr viel Trash bauen. Oh, ja, das sieht gut aus. Nächster Schuss drauf. Ja, und die Shukunus sind sehr, sehr, sehr gut gegen Siege-Einheiten. Und jetzt könnte auch hier noch mal was sitzen. Schieß drauf. Oh. Nein, der Split. Ja. Immerhin haben wir einen Split gesehen. Aber gut, dass er dran denkt. Auf jeden Fall. Also da sieht man auf jeden Fall den Micro-Vorteil. Jetzt könnt hier das erste Onaga und das trifft. Die fahren einfach so dumm durch die Gegend. Niemand versteht das. Ja, wenn du alle anvisierst, schwierig. So verlierst du zwei gegen einen. Unnötig. Auch das unnötig. Wir sehen hier, die Defensiv-Upgrades kosten Florentin einfach jeden Fight. Ja. Das sind die Fights, die du nicht willst. Du willst eigentlich immer nur eins gegen Onaga kämpfen. Ja, und Donny holt sich das Spiel zurück. Ja, und die Burg
Die geht sofort wieder down. Also die hätte ich defensiv, würde ich defensiver empfehlen. Hier sehr, sehr viele Idle Villager. Hier auch. Ja. Sieht nicht so gut aus. Schade. Der Push sah anfangs, war anfangs sehr, sehr gut gesetzt. Ach. Und Ground Attack. Ja, Ground Attack wäre auch eine gute Möglichkeit. Somit sehen wir jetzt hier die Forward Castle von Donny. Verliert hier aber auch zwei Villager. Verliert hier aber auch vielleicht sogar nochmal zwei. Oder? Oder? Ja, nicht mal ein. Ja. Und dann passt er nicht auf. Das ist so dumm einfach. Das ist doch einfach. Was ist das denn für ein Spiel hier? Ja, ja. Also das Micro von, Flo, von Donny muss man loben. Also ist auf jeden Fall besser, deutlich besser als das von Florentin. Werden wir auch gleich sehen, wie es gegen mich aussieht. Ich bin im Micro echt ja, auch nicht gut. Jetzt geht das so weiter, oder was, den Rest des Spiels? Oh, und jetzt hier abgerissen. Yes! Ja, aber auch Donnys Burg ist, wurde abgerissen. Ja, und das sind die Fights. Da verliert Florentin jedes Mal, weil er alle Einheiten anwählt, jedes Mal all seine Onaga. Und das kostet ihn jedes Spiel. Also, Donny hat, Florentin hat jetzt hier nichts mehr entgegenzusetzen. Kauft sich, Donny kauft sich hier die nächste Burg. Wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, die Onaga machen hier einen guten Job. Ah. Ich hätte es der Florentin gegönnt, aber Donny spielt das hier einfach besser runter. Spielt das hier sehr viel souveräner, weiß genau, wie man die Onaga zu handeln hat. Jetzt natürlich suchen sie auch hier den Eingang. Aber da werden die Relics nochmal geholt. Warum auch immer die Relics da ausquartiert wurden. Achso, er wollte sie zurückholen in ein neues Lager. Aber jetzt zumindest doch vielleicht nochmal. Ja. Ja. Jetzt kommen hier ein paar bessere Schüsse von Florentin. Einfach Bullshit, was hier passiert. Oh, Gottes Willen, was ist das denn? Jetzt schafft es Florentin hier mit drei Onagern. Vielleicht das Spiel zurückzuholen. Schon wieder ein unfassbarer Schuss. Und der sitzt auch noch. Das gibt's doch nicht. Oh, und wenn er jetzt noch die Trieböcke kriegt, ne? Wenn er jetzt noch die Trieböcke kriegt. Zwei Stück hat er. Und jetzt ist noch die. Ach du Jemine. Jetzt kriegt er drei. Was ist das denn für ein Spiel? Also unterhaltsam ist das. Also ich finde das unterhaltsam. Das ist echt so Bullshit, ey. Ah! Also eben noch Donnys Micro gelobt. Jetzt hat er mal eine Minute nicht aufgepasst. Und alles, was er hier vorne hatte, ist weg. Die Relic werde ich vielleicht zurückziehen. Und Florentin baut sich wieder auf. Also 40 Pop auch vorne. Der Florentin, also wirtschaftlich muss er gar nicht mehr so doll auf Villager gehen. Sondern jetzt werde ich hier versuchen, mal neben Onagan auch mal irgendwas zu bauen. So, hier haben wir Knecht Ruprecht mit seinem Sack vorn. Also er hat die Relic in der Hand. Und weiß auch nicht so recht, wohin damit. Also, jetzt kommen hier Ritter. Chevaliere. Gegen Mameluken. Also, das ist der beste Blind Counter von Donny, den er sich jetzt hier wünschen kann. Das ist auch etwas wieder wie, wie sehr kenne ich denn die Zivilisation meines Gegners? Wenn ich weiß, ich kämpfe gegen Sarazen und Mameluken, da gehe ich nicht auf den Ritter. Da gehe ich einfach nicht drauf. Also da sind Skirmisher und Halberdiere nochmal eine 10-mal bessere Lösung als das. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Spiel doch nochmal offen ist. Ach du Jemine. Aber die Onaga sind da, aber wenn jetzt erstmal die Mameluken reinkommen, das könnte sein, dass die dann hier alles wegfrühstücken. Wir sehen auch Belagerungs-Onaga bei Florentin, bei Donny. Und Florentin, ja, sitzt noch auf seinen Onagan rum. Wir sehen aber, punktetechnisch sind die beiden sehr, sehr nah beieinander. Florentin macht sich erstmal ein bisschen Platz. Naja. Und Donny könnte auch einfach mal den Wald ein bisschen cutten und könnte ganz woanders rein, aber jetzt kommen die Mameluken. Und jetzt ist Feierabend für vier Onaga. Eine Überraschung für dich. Ja, aber jetzt mal gucken, ob die Überraschung auch sitzt. Ja, eine sitzt schon. Die zweite sitzt auch. Ja. Gut. Drei für zwei Onaga. Ja, und jetzt kommen hier. Ah ja, ja, guckt euch das mal jetzt an. Guckt euch mal diesen Fight an. Oh, wird einer bekehrt? Wenn einer bekehrt wird, haben wir wenigstens einen Mameluken.
Na gut. So, und jetzt haben wir alle Einheiten ausgewählt. Und wir haben wenigstens schon zwei Upgrades drauf. Waren die gut oder schlecht gegen Kavallerie? Sehr schlecht. Also sehr gut gegen Kavallerie sind die Mamluken. Wie du siehst, fällt alles um. Sieht nicht so gut aus. So, und jetzt? Ja, sag das doch. Ground Attack. Weiß ich doch nicht. Du hast es selber nicht. Ach komm, Donny, das weißt du. Also, aber trotzdem, natürlich sind es gute Einheiten. Bitte meine Reliquie. Eieiei, aber trotzdem fallen doch ein paar. Jetzt noch mal hier einen Schuss rein. Ah. Naja, aber das ist hier, ja. Sein Problem ist, es ist genau die falsche Einheit. Und er weiß es nicht. Er müsste es sehen. Oh, der Schuss ist gut. Ja. Ja. Aber er sieht eigentlich, ja. Also er kriegt alle Einheiten. Sagen wir es mal so. Positiv ist es. Und Florentin baut jetzt die Lightcuff. Also ich würde, ja, würde mir jetzt wünschen, dass der Halberdiere kommen. Weil die Lightcuff wird auch gegen Elite-Mamelucken fallen. Und jetzt kommt ja auch der Stall von Donny. Also Donny will hier auch auf Trash-Units gehen. Beide sind so ein bisschen, glaube ich, am Struggeln mit dem Gold. Ja, ja. Keiner hat so richtig Gold. Aber Florentin könnte sich hier noch drei Relics holen, oder? Also einer steht hier rum mit einer Relic, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, einer hat er. Einer hat er. Könnte sich aber noch zwei holen. Ja, da kommt die zweite. Okay, also Vorteil für Florentin hier. Also hier haben wir eine Relic für Donny. Er hat auch eine. Florentin könnte sich hier drei holen. Und Donnys Wirtschaft, naja, am Boden. Also ich weiß nicht, ob er gerade super viel ausgibt. Nee. Nee. Ah, hier, ah, er baut, ah, okay, doch. Entschuldigung, mein Fehler. Er baut jede Menge Mamluken nach. Was okay ist, wenn Florentin weiter auf, Lightcuff bleibt. Aber das Ding ist halt, der Fight insgesamt ist günstiger für Florentin. Und Florentin könnte jetzt hier wieder weitere Burgen bauen. Weil Donny, wie gesagt, hat auch kein Gold. Und, boah, wenn Florentin das hinkriegt, also das ist, das würde ich, also was für ein Spiel. Mamelucken noch kein einziges Upgrade, sagt Nili auch. Ja, würde ich mir auch wünschen. Also, doch, jetzt kommt's. Siehst du, Nili, du sprichst's an. Und Donny kriegt einen Tick im Kopf und merkt, aha, Nili spricht zu mir. Da muss ich doch meine Upgrades machen. Ja, es ist ein anstrengendes Spiel. Je länger das geht, desto anstrengender wird so ein Spiel. Und wenn Florentin richtig fies ist, cuttet er hier irgendwo den Wald, geht von hinten rein in Donnys Base und macht mal richtig Rabatz. Wir werden den Rest unseres Lebens dieses Spiel spielen, Donny. Hä? Wir werden den Rest unseres Lebens dieses Spiel spielen. Einfach mal 100 Lightcuff in die Eco schicken. Jupp, genau sowas. Genau sowas. Süß. So, Florentins Vorteil ist hier auch. Er hat noch Onaga. Ich genau weiß, Marco kommentiert das jetzt gerade. Jetzt mach das auch mal. Ja. Weißt du, ich weiß? Ah, okay, Loom, ja, jetzt kostet er real. Mal. Ja, ist doch auch noch nicht. Ist ja so. Ja, geht mir ähnlich. Es ist ja so, ne? Was will man denn dagegen sagen? Jetzt kommt endlich wieder Shukunus. Wir sehen sogar Chemie. Und ich würde mir sogar noch ein paar mehr Upgrades wünschen. Vielleicht, ja, Trieber gekommen. Vielleicht wird er noch den Daumenring erforschen. Irgendwann. Vielleicht wird mehr Produktionsgebäude mal geben. Also Ställe vielleicht. Also drei Ställe. Oh, jetzt kommt. Oh, guck mal. Guck mal. Also wenn da jetzt Pikeniere oder Halberdiere rauskommen. Hei. Mehr Burgen, würde ich auch sagen. Und ja, ich würde jetzt. Oh, guck dir das an. Also. Das ist halt so. Alles oder nichts, wenn Florentin hier Chevaliere baut. Guck mal, wir sehen jetzt sogar drei Upgrades. Uiuiuiuiui. Also hier jetzt noch ein paar mehr Pikeniere bitte. Und das schnell. Dann wird das hier was. Wir sehen, Florentin findet hier auf jeden Fall weiteren Stein. Könnte sich hier die Relic noch holen, wenn er die scoutet. Aber es, du kannst doch jetzt nicht nur jetzt Trieböcke bauen. Jetzt, oh, er kommt. Donny kommt. Donny sieht. Florentin, zieht deine Einheiten zurück. Uiuiui, na gut, schade. Er verschwendet hier ein paar Lightcuff. Alles nicht so teuer. Ja, geht auch Gott sei Dank zurück. Nee, doch nicht. Oder doch? Ja,
Ja. Der haut das schnell wieder ab. Gut, okay. Also Schokonews sind hier auf jeden Fall, ja, Elite Schokonews. Und ich würde ihm empfehlen, einfach mal. Was ist das denn? Warum baust du da mal ein Gold ab hier oben? Hä? Was ist das hier? Wozu brauchst du den Gold? Was ist da? Also da hätte Florentin schon längst hier 4-5 Ställe bauen können. Und ei. Das ist eine sehr, 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 sehr langes Spiel. Ich sage es euch. Ja, natürlich. Zwei Villager, die ich auch nicht gesehen habe. Muss ich mir auch entschuldigen. Machen auch mal bei Donny mit. Also, warum denn nicht? So. Es gibt auf jeden Fall Elite-Schokonews. Es gibt aber leider noch keine Einheit aus den Kasernen. Wenn hier jetzt einfach super viele Pikeniere rauskommen, dann verliert Donny das Spiel. So hat er sehr, sehr, sehr viel mehr Einheiten als der liebe Donny. Aber Donny kriegt hier sehr, sehr viele Schüsse mit den Onagern ab. Oh, Gottes Willen. Ja, und die Schokonews, die machen hier richtig Ärger. Und da fällt nicht noch einer. Hat sogar einen bekehren können. Ah, nee, das ist der noch von vorhin. Was ist das denn? Aha! Aha. So, wenn er die jetzt kriegt, hat er zu wenige Einheiten. Es fehlen die Pikeniere, die ich mir wünschen würde. Es kommt aber nichts. Oh, ja, ja. Und Donny will hier einfach irgendwie rein. Und er verliert hier vielleicht all seine Mamelucken. Also das Ding ist hier mit ein paar Pikenieren gewinnt Florentin das Spiel. Somit, jetzt kommen Speerkämpfer. Jetzt kommen sie. Jetzt. Wenn sie vorher davon. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Wenn die vorher davon stehen, dann ist da Feierabend. Oh. Ja, und Pfeile tun weh. Vor allem, wenn es plus 4 Angriff-Pfeile sind. So, und Florentin muss sich ein bisschen zurückziehen. Florentin hat das Spiel noch in der Hand, ne? Ach komm, muss denn das jetzt sein? So ein Bullshit hier. Ach komm, Donny, ich dachte, da sind wir durch. Ja, aber das gewinnst du, Florentin, selbst mit deinen CCs. Also das ist. Das kostet Donny einfach viel, 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 viel mehr, als dass es ihm bringt. Denn diese Einheiten kosten alle Gold. Und Donny hat kein Gold. Und Donny baut Ritter als Sarazene. Hm. So, und hat er jetzt einfach mal. Die Speerkämpfer sind da. Kriegen die Speerkämpfer auch mal irgendwann ein Upgrade? Nö. Schade. Also, ich würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass jetzt Upgrades reinkommen. Und wir sehen, auf jeden Fall, Florentin hat Gold gekauft. Und es kommen weitere Onagar. Mit denen hat er sich so ein bisschen angefreundet. So, jetzt kommt hier die Masse an Sperrkämpfern. Feudalzeit-Upgrades. So, plus 1 Angriff reicht. Pikeniere werden es jetzt erst knappen, kommen auch noch. Also, hier oben ist auch noch viel Gold. Aber, wie gesagt, Donny hat hier nur noch eine Castle. Und oh, bitte doch nicht so aggressiv. Also, das sind so Fights. Ihr braucht's nicht. Also er verliert hier unnötig Onagar. Natürlich verliert hier Donny alle seine Ritter. Es gibt kein Problem, das sich nicht mit Onagern lösen lässt. Ja, und jetzt sind es Pikeniere. Jetzt fehlen noch ein bisschen die Upgrades. Und dann macht hier Florentin einen soliden Eindruck. Jetzt wird hier alles gebaut. Guck mal, jetzt sind hier auch noch Archer dabei. Also, die Onager haben es Florentin jetzt angetan, oder? Ja. Ja, ja. So, Florentin hat hier die Chance, den Sack zuzumachen mit einfach, mit Pikenieren.
Aber ich frage mich, warum? Wie gucken die beiden denn nie auf die notwendigen Upgrades? Ich meine, er weiß, ich will auf Pikeniere gehen. Richtige Antwort. Also auf jeden Fall absolut richtige Antwort jetzt hier auf das, was Donny baut. Donny verliert hier. Ja, verliert hier einen. Verliert vielleicht den zweiten gleich. Ja, verliert den zweiten. Ja, verliert aber auch der liebe. Oh. Oh, yes. Yes. Oh. Ja, und Flohnteam verschafft sich hier weiter Platz. Oh, also. Oh, ja, ja, ja. Aber es wird trotzdem Tote hageln. Ah, ja, ja. Uiuiui. Ja. Also mir fehlt hier das Defensive-Upgrade, mir fehlt hier einfach wirklich an sehr vielen Upgrades, die Florentin das Leben so viel leichter machen könnten. Wenn Florentin hier diese Burg sieht, macht er die Burg noch kaputt. Jetzt kommen hier nochmal Melucken, jetzt mit vollen Upgrades, außer Bloodlines. Gegen diese Masse an Pikenieren. Oh, 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 und hier kommt noch ein Onaga. Ein Onaga. Ja, das macht Schaden. Oh, 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 jetzt rennen hier einfach die Mamelucken rein, denken sich, jetzt scheiß drauf, jetzt will ich einfach nur Schaden machen. Das ist in Ordnung, denke ich. Also. Ach komm, was ist denn das für eine Scheiße, Donny? Ja, irgendwas muss er machen. Und vor allem, Florentin, du musst auch irgendwas machen. So, jetzt kommt hier Triböcke, es wird weiter belagert. Aber wie wir sehen. Ich frag mich, warum. Das ist doch nicht dein Stil, jetzt hier die Marco-Taktik. Die Marco-Taktik nennt sich das. Raiden? Ja, also wir sehen jetzt hier, Donny verliert aber vorne Onaga. Also es ist immer noch so offen. Es ist immer noch so verdammt offen, dieses Spiel. Ach, war das eine richtige... Ich hab irgendein Upgrade vergessen, wo dann Marco nachher sagt, Mann, hättest du das mal gemacht, hättest du gewonnen. Na du hast eben Probleme mit der Sif. Also du hast, also da müsste Nili jetzt mal sagen, oder T90 im Chat, müsst ihr die mal fragen, was man denn bitte noch als Sarazene dagegen machen soll. Also, gegen Chinesen. Zuchtauswahl hat er. Ne, hat er ja. Guck mal. Habe ich sogar falsch gesagt. Er hat sogar die Zuchtauswahl schon. Er hat alle Upgrades auf den Mamelucken, aber die Mamelucken sind halt einfach die falsche Einheit. Also, gegen Shugunus schlecht. Gegen... Oh, sind die alle schon tot? Ja. Sind alle schon wieder gestorben. Also, es ist nicht das Upgrade, was Donny fehlt, was ihm das Leben leichter macht, sondern das, was Florentin fehlt. Und das ist ja nicht nur eins. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Upgrades, die Florentin fehlen. Oh, ja. Ja, 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 schon wieder so ein Schuss. Schon wieder so ein Schuss, der wehtut und, oh Gott, da könnte noch so einer kommen. Ja, nee, okay, diesmal passt. So, und jetzt kommt mal hier ein Push. Und da kommen auch die Triböcke. Und hier hat er auch Platz. Jetzt kommen hier Avalestenschützen. Ja, also die Upgrades von Donny sind einfach deutlich besser. Ich weiß nicht, ob Florentin sie einfach nicht mehr kennt, einfach nicht mehr drauf achtet. Auf jeden Fall Florentin hier Pop-Limit, Donny 177, also es ist immer noch offen. Ich würde nicht sagen, dass Florentin jetzt mit diesem Push gewinnt, aber er könnte es. Wenn jetzt hier Archer kommen, Florentin hat Onaga, hat hier alles und könnte jetzt die letzte Castle abreißen, die Donny noch hat. Baut Donny denn noch, nee, baut er gar nicht mehr, guck mal. Er baut gar keine Mamelucken mehr, weiß einfach, dass das vorbei ist und baut jetzt hier die nächste Burg und das ist, ja, ein bisschen zu offensiv, weil hier wird er alle Villager verlieren. Und ja, Onaga sagt gleich Hallo zu einer Masse an Armbrustschützen, Abalistenschützen, sorry. Hat er noch irgendwo etwas, was ich vielleicht vergessen habe? Nee, jetzt kommt ein Push. Und das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Es könnte. Hab vorhin schon gedacht. Heieiei. Aber jetzt kommt noch mal der Florentin hier zurück und könnte jetzt auch mal den Sack zumachen. Donny auf jeden Fall jetzt Haus, weil die Castle fehlt. Heieiei, das ist natürlich genau das, was du nicht willst. Schöner Split. Schön aufgepasst. Wird natürlich trotzdem einen Schuss abbekommen, aber richtig guter Split. Natürlich weiß jetzt Florentin nicht genau, wo er raufschießen soll. Da schießt er halt darauf. Ja, da kippt trotzdem was um. Aber trotzdem super schöner Split.
Und. Ja. Reicht zumindest für noch etwas Action. Die Triebwerke kämpfen jetzt hier gegen diese Burg. Und das sieht richtig gut aus für Florentin. Donny hat auf jeden Fall noch etwas Gold. Oh, okay. Florentin schießt jetzt einfach auf alles, was sich bewegt. Also jetzt ist auch Feierabend irgendwann, ne? Ja, Donny versucht noch die Burg zu reparieren, hat jetzt keinen Stein mehr. Das sollte es gewesen sein. Da sieht man eben die Verzweiflung eines Sarazen-Spielers. Oh Mann, ey. Was machst du noch dagegen? Also, gerade auch Gold ist super rar sehr, sehr rar gesät. Und wenn Florentin jetzt hier sieht, was Donny noch bauen kann, er sieht ja jetzt eigentlich, okay, es ist Feierabend, was diese Einheiten angeht, was Goldeinheiten angeht. Hier ist noch etwas Gold. Und ja, das hält auch nicht mehr lang. Fällt auch um. Und Florentin nagt sich hier langsam zum Sieg. Und jetzt kommen hier nochmal die Einheiten von Donny. Vielleicht sehen wir nochmal solche traumhaften Splits wie eben. Zieht sie noch etwas zurück. Das ist auf jeden Fall cleverer, als gegen diese Onaga direkt zu kämpfen. Und Donny versucht jetzt hier mit Stellen weiter Action zu machen. Wir sehen... Och, Jesus Christus. Also, jetzt lässt Florentin gar nichts mehr anbrennen. Hat hier aber auch die Ressourcen einfach. Kann jetzt hier noch 3, 4 Burgen in Donnys Gesicht bauen. Und Donny hat gar nichts dagegen. Oh, 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 oh. Da könnte aber ein Kamelkrieger könnte hier die Weltherrschaft an sich hassen. Und ja, wie gesagt, irgendwann denkt sich Florentin, ach komm, diese Onaga, die sollen jetzt bitte auf alles schießen, was sich bewegt. Und das tut er auch. Wie gesagt, das Einzige, was mir hier noch fehlt, sind die Defensiv-Upgrades und die Offensiv- und Defensiv-Upgrades für die Pikeniere. So aber, ja, fällt auch dieser Kamelkrieger noch um. Der Markt wird abgerissen und das ist etwas, was sehr wehtut. Jetzt kommen hier, auch an der anderen Seite wird noch gekämpft. Ein paar ein bisschen Lightcav, ein bisschen Kamel und alles liegt am Boden. Kann man wunderbar aufwischen. Ja, also, er muss auf jeden Fall darauf achten, also Florentin muss darauf achten, dass hier jede Menge, ja, Skirmisher auch kommen können. Aber er hat ja, wie gesagt, er hat ja im Grunde überall Onaga. Es kommen weitere Onaga. Und ich meine, guck mal auf seine Ressourcen. Wenn jetzt Florentin hier richtig viele, also alle seine Produktionsgebäude nutzen würde, dann würden auch hier mehr Einheiten auf dem Feld stehen. Und vor allem mal alle Upgrades machen, dann würde er wirklich hier schon sehr gut durchmarschieren. Donny hingegen, ja, hat alle Upgrades. Macht das hier sehr, sehr gut. Und jetzt müsst ihr halt, ja, immer auf seinen Dorfbewohner achten. Aber ihr seht auch punktetechnisch, das Ding ist noch nicht durch. Das Ding ist einfach noch nicht durch. Hier kommen weitere Husare. Donny gibt sich nicht auf, macht hier weiter. Wenn Florentin hier eine Burg hinsetzt, ist auch noch eine andere Nummer. Aber es kommen weitere Onaga, die braucht er, ja doch, die braucht er schon noch gegen das hier. Aber er bräuchte auf jeden Fall noch ein paar Pikeniere. Das wäre vielleicht noch ganz nett. Ja. Und dann könnte er weiter pushen. Aber, wie gesagt, das heißt noch nichts, weil wir Florentin fehlen hier einfach noch jede Menge Upgrades. Donnys Wirtschaft ist noch nicht, oder? Das gucken wir mal. Nee, er hat noch alles. Das Einzige, was ihm fehlt, sind Häuser. Also das Spiel ist noch nicht durch. Aber Florentin reißt hier ein Townsetter nach dem anderen ab. Ja, Husare sind halt wirklich noch so mit den Skirmishern das letzte valide Mittel hiergegen. Und Florentin könnte weiter pushen. Jetzt kommt bald mal das große Go. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel kann Florentin hier davon noch töten? Wie viel kann Donny von diesem Push hier nehmen? Ja, also die Onaga machen jetzt gar nichts mehr. Ja, die sollten auch aufpassen, nicht auf die eigenen Einheiten so dermaßen raufzuschießen. Ja, guck mal, Donny hat jetzt jede Menge Einheiten hier vorne noch. Und ja, Donny macht das hier gut. Kann hier sehr, sehr viele Onaga rausnehmen. Wenn nicht sogar alle. Ja, alle. Er kann alle Onaga rausnehmen. Na, außer die hier. Und jetzt kommt natürlich ein weiterer Go in die Wirtschaft von Florentin hinein. Und Florentin sollte einfach weiter pushen. Ist halt immer nah am Pop-Limit.
Und jetzt haben wir das letzte Upgrade für die Shukunus. Na, endlich. Die Geniere kommen. Die Geniere kriegen aber noch nicht die Upgrades. Die sind noch nicht so verwöhnt. Ja. So, und wir haben Florentin versucht hier in seiner Base zu verteidigen. Das macht er auch gut. Passt überall auf. Und Donny gibt sich weiterhin nicht auf. Und wie gesagt, das würde ich auch nicht tun. Weil er hat noch jede Menge Zeug übrig. Er ist noch nicht durch. Finde ich auch in Ordnung. Jetzt natürlich kommt hier nochmal ein großer Push auf die Einheiten von Donny. Und da ist das GG. Wow. Nein. Was für ein Spiel. Gold nicht mehr, kein Gold mehr. Ich wollte dann, habe ich irgendwie am Ende gemerkt, ey, ich will nicht der Typ sein, der jetzt in die Länge zieht. Also du warst schon vorne. Ich habe mir gerade gedacht, ich baue einfach auch Husare ohne Ende, weil ich habe auch super viel Nahrung, super viel Holz. Ja. Ich habe kein Gold mehr. Ich hatte kein Gold mehr bei mir drin, glaube ich zumindest. Aber da oben wäre noch ein Spot gewesen. Naja, gut. Oh, ich fahr. Krass, hat Spaß gemacht. Beileid, Marco, ey, dass du das Nein. kommentieren ey, musstest. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Ich fand das unfassbar unterhaltsam. Oh. Mir tat aber, und das muss ich ehrlich zugeben, das habe ich auch am Anfang gesagt, Donny ein bisschen leid. Von Anfang an. Nicht, weil er jetzt schlecht gespielt hat, sondern weil er als Sarazene gegen den Chinesen muss. Ja. Und das ist unfassbar undankbar. Das Einzige, was ich bei Florentin richtig doll bemängeln kann, ist, dass er lange Zeit kaum Upgrades hatte. Also das letzte Upgrade. Stimmt. Ich hatte jetzt am Ende auch nicht mal das letzte. Ja. Und deine Pikeniere, da fehlt noch richtig viel. Aber das ist das Einzige. Ansonsten natürlich der Push gut. Und mega spannendes Spiel. Ganz ehrlich. Ah, das freut mich zu hören. Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, es war ganz cool eigentlich. Also du hast gut gepusht, also hast nicht nachgelassen da. Ja. Es ist so schwer zu sagen, ich wusste von durch die Bank nicht, wo ich bin. Also ob ich vorne bin oder nicht, weil du hast dieses Onager und dann ein Schuss und alles ist weg und du denkst dir plötzlich, ich hab nichts mehr, null. Und dann hast du hier noch drei Pikeniere, aber die machen es dann doch irgendwie und dann ist es dann super strange. Also übrigens kann ich deine Frage jetzt beantworten. Also Mamelucken hast du ja gefragt. Die sind natürlich gut gegen Kavallerie. Die sind gut gegen Kavallerie, das dachte ich mir nämlich auch, ja. Aber die kosten mich halt Gold und ich habe dann sehr viele verschwendet gegen dich, weil du mit den Onagern gut standest. Da habe ich dann. Ich hatte nämlich einmal so eine Phase, kurz aus meiner Sicht erzählt. Ich weiß nicht, wie das kommentiert wurde. Ich hatte eine recht große Armee Kamele und Mamelucken und dann wollte ich mit denen pushen. Das Problem ist, hätte es genau andersrum machen sollen. Weil du hattest Onager da stehen. Und ich bin erst mit meiner teuren Goldeinheit Mamelucken rein, anstatt einfach die Kamele als Fleisch da reinzuwerfen, weil die relativ. Aber Kamele kosten auch Gold, ne? Ja, schon, aber. Also ich meine, die Kombination. Husare wären vielleicht früher eine bessere Lösung gewesen. Genau, sowas eher. Also du hast jetzt da zum Beispiel eine Einheitenkombination gehabt, Kamele und Mamelucken, beides gut gegen Kavallerie, aber beides auch in dem Sinn schwach gegen Schützen. Also mehr Husare, also einfach Husare ballern, was du ja getan hast. Eure Onager-Fights waren eh genau richtig, also es war genau die richtige Einheit gegen beide von euch. Ich hätte ja meine dicken Siege-Onager. Genau, du hast Siege-Onager. Die sahen geil aus, ha? Ich dachte mir eigentlich schon, ich habe eigentlich verloren, weil er hat Siege-Onager. Ich glaube, du hast noch Belagerungsingenieure, habe ich auch nicht. Habe ich aber nicht entwickelt. Ne? Und dann dachte ich mir, eigentlich bin ich unterlegen, aber mir war es dann, ich hatte wirklich so dieses Kanonenfutter-Feeling. Es sind so viele meiner eigenen Einheiten unter meinen Onagern gestorben. Ich dachte mir, scheiß drauf einfach. Ja, ich baue einfach ich unendlich gemerkt. Viele und fuck it. Irgendwie hat es dann doch einigermaßen geklappt am Ende. Was bei Donny noch gut funktioniert hätte, also Belagerungsonagar auch gut, gegen die Onagar von Florentin Belagerungskanonen zu bauen. Ich hab's mir noch überlegt, aber weißt du, warum ich die nicht gebaut habe? Weil ich die einfach, das ist mir zu hoch. Die kann ich nicht. ich weiß, das klingt jetzt vielleicht doof, aber das ist ja die teuerste Einheit im Spiel. Ja. Und wenn du da mit Marco nicht aufpasst, verschwendest du so viel Gold. Das stimmt, die musst du immer hinter der Linie haben, musst immer aufpassen, dass die nicht irgendwie vordingsen. Und gerade bei so Choke Points, was ja bei uns war, wo immer was los ist, wo auch ein Pikenier mal einfach so durchkommt und dann so ein Belagerungs-, dann weiß ich genau, nee, dann investiere ich lieber das Geld in 5-6 Onager, wo ich weiß, mit Ground Attack kann ich einfach Splash Damage machen. Chemie habe ich zu spät gemacht, bisschen. Ja, aber ich fand, bei dir waren die Upgrades halt lange Zeit halt drin. Also da fehlte nichts. Und deswegen, ich habe einmal kurz schmunzeln müssen, als ihr gesagt habt, jetzt sagt Marco bestimmt, wenn du das Upgrade gemacht hättest, hättest du gewonnen. Und ich sehe das die ganze Zeit bei Florentin, dass da wirklich so viel fehlt. Und dachte mir, bei Donny fehlt nichts. Das Einzige, was da halt fehlt, ist halt Gold hier hinten. Ja, ich weiß. Die Einheiten nicht so zu verschwenden, also die teuren Mamelucken in die Burgen zu schicken. Ja. Also gerade gegen Pfeile sind die unfassbar schwach. Habe ich auch gemerkt, habe ich auch. Und weißt du, da sage ich es auch ehrlich. Man könnte es glauben, man könnte es mittlerweile wissen, aber nope, weiß ich einfach nicht, dass die keine Pierce-Armor haben. Was heißt das dann, Pierce-Armor haben? Es wird noch einmal ganz kurz gefordert, dass wir ganz kurz in die Statistik gucken. Das machen wir doch sehr gerne. Militär hat dann Florentin durch seinen Onaga-Wahnsinn
Ja, bestimmt. Also da ging ja richtig viel drauf. Es gab auch einige sehr gute Shots von Donnie, wie man auch sieht. Es wurde ja, da ist ja auch nichts passiert. Von beiden Seiten hat einfach, glaube ich, die Onaga haben so viel umgehauen. Hast du meinen kleinen Split gesehen? Yeah. Ja, das habe ich auch, das hab ich auch mega gelobt übrigens. Den habe ich gesehen und sehr gelobt. Kurze Frage. Ja. Ganz kurze generelle Frage. Ja. Wenn zwei Onaga stehen und beide schießen gleichzeitig, hat man dann noch genug Zeit wegzufahren? Ja. Du musst aber mit Ground Attack. Genau, und das heißt, du schießt schon, du antizipierst, wo ich hinfahre, und dann schießt du schon mit Ground Attack. Okay, und haust aber ich glaube, ich meine was anderes. Beide stehen, beide schießen. Beide sterben. Und dann bringt's gar nichts mehr wegzulaufen. Doch. Also Hit and mit Run. Rechtsklick, meinst du? Doch, klar. Echt? Also du darfst natürlich, wenn beide schießen, im selben Moment, und du fährst, dann kriegst du ja nicht mehr die volle Ladung ab. Außer du machst halt Ground Attack in die Richtung, wo du glaubst, fährt der hin. Okay, aber das heißt, du kriegst weniger Schaden, wenn du am Rand des Splash-Damage bist. Oder wie? Das heißt, du kannst dann überleben. Wenn du Mitte bist, ist One-Shot. Und vor allem bei dir ist mir eins aufgefallen, was Donnie da auch besser gemacht hat. Da merkt man eben, ist eine andere Erfahrung. Wenn du Onaga gegen Onaga kämpfst, du möchtest, wenn du schon diesen Fight eingehst, maximal sein Onaga auch noch kriegen. Also minimal, sagen wir, minimal sein Onaga auch kriegen. Du bist immer mit zweien gefahren, nebeneinander. Und Donnie konnte halt mit einem Schuss zwei einmal gekriegt. Ich habe dann aber irgendwann versucht, die immer so aufzusplitten. Ja. Und das war eigentlich immer die gesamte Verteidigung. War einfach so ein Raster von Onagern, wo ich mir dachte, selbst wenn die ersten vier Reihen sterben, fuck it, die hinteren vier Reihen bringen alles um. Vor allem, dass deine Einheiten da auch skrupellos mit ermordet wurden. Ich bin Chinese, ich habe so viele Leute, sterbt einfach. Umso mehr ärgert es mich, dass ich, hätte ich wirklich früher Husare gebaut. Das hätte ich, weil die kannst ich habe ja unendlich, ich habe ja 10.000 Nahrung. Ich hätte auch Husare bauen können. Ich hatte auch unendlich viel. Ich hätte dann vielleicht vor dir die Idee gehabt. Ja, das stimmt. Und dann hätte ich ja 15 Ställe gebaut. Und dann einfach reingehen die Onaga, ist mir doch scheißegal, ich verliere nichts. Könnte man versuchen. Auf jeden Fall bei uns entscheiden sich dadurch, wer als erstes die Idee hat, eine Einheit zu bauen. Aber hey, steht 1-1, das haben wir gar nicht. Absolut. Das finde ich auch sehr unterhaltsam. Haken wir noch kurz die Statistik ab. Wir haben natürlich noch die Wirtschaftsstatistik, da sehen wir. Ich muss kissen wie ein Ochse, ey. Seid ihr auch sehr, sehr nah beieinander, also. Da gibt's halt nichts zu meckern. Hattest du eine Reliquie? Ich habe zwei Reliquien. Genau, das sehen wir jetzt hier. Das sehen wir hier, zwei Stück. Meisterhaft evakuiert die Reliquien, oder? Und kann man das mal sagen? Du hättest sogar am Ende, also du hättest schon lange, lange Zeit drei haben können. Evakuiert? Du hast eine rechts vergessen und Donnie hat auch eine rechts vergessen. Ja, echt? Also es ist einfach. Ich hatte ja auch irgendwie einen Mamelucken zum Scouten bei mir in der Base und selbst das kriegst du ja nicht mal hin. Also einfach nur mal einfach mit, weißt du, mit Multiple Wakepunkten einfach einmal einstellen. Lauf doch mal alles ab, damit ich mein Gold und so sehe, weil machst du nicht. Aber ich hatte in einem Anflug von Wahnsinn mein Kloster ganz nah vorne gebaut. dann kommt deine Horde und dann mussten die beiden alten Männer noch so schnell jetzt die richtigen Hut raus und dann tragen die sie weg. Das ist einfach und der stand lächerlich. Sehr, sehr lange übrigens. Ich weiß, neben der stand deinem super, aber Hauptsache er war weg. Mit der schweren Reliquie in der Hand. Aber Hauptsache aber Donnie klaut die nicht. Du hattest mehr Doubtcastles als ich heute in diesem Spiel. Ja, du hast zweimal eine, oder? Ja. Ich habe eine gehabt und ich glaube, du hast zwei gehabt. Und du hattest. Ich glaube, kann auch sein, dass ich zwei hatte. Ich glaube, du hattest auch zwei. Also die eine sehr, sehr weit vorne bei Florentin und die andere, glaube ich, in deiner eigenen Base ein bisschen, ein bisschen weiter vorne. Oh, ich müsste mal der bestimmen. Okay, was ist die nächste Map? Die nächste Map wäre Golden Hill. Wir können ganz kurz in die Werbung gehen, dass Donny schiffen gehen kann vor allem und wir alle mal uns kurz ausruhen. Das war ein sehr, sehr intensives, langes Spiel. Mich freut es, dass es jetzt 1-1 steht. Nämlich das bedeutet, es gibt ein drittes Spiel. Und das sehen wir nach der Werbung. Willkommen zurück zu Rage of Empires am Freitag. Und ja, wir haben das zweite Spiel jetzt hinter uns, was unfassbar intensiv und schön war. Und ich möchte aber noch auf eine Sache in diesem zweiten Spiel eingehen, bevor wir ins dritte gehen. Und dafür habe ich das aufgezeichnete Spiel mal aufgemacht. Was wir nämlich hier sehen, ist Florentin, der gegen diese tapfere Dorfbewohnerin kämpft. Da kommt Donnie Scout dazu und will sie retten. Dann passiert Folgendes. Donnie macht das meisterhaft. Ja, Donnie, das war richtig gut. Das war HP, wirklich gut. Danke. Dann passiert aber Folgendes. Da denke ich mir, also erstmal passiert das. Das habe ich nicht mal gesehen. Ja, weil ich wusste, dass du mich attacken geklickt hast. Stopp, weil bevor er weiterredet, würde ich dir sagen, weil vielleicht war unser Mikrofon nicht aus. Ich habe noch selber Florentin angesprochen und gesagt, ey, Florentin, weißt du übrigens, dass meine ein HP-Villagerin gerade fertig wallt? Ja. Oder wolltest du das sagen wahrscheinlich? Ja, und jetzt kommt's nämlich. Die wallt gerade fertig und ich denke mir, Alter, Florentin,
Und er kommt. Und genau da habe ich es gesagt, ja, weil ich da gesagt habe. Als vier noch übrig waren, habe ich es gesagt, habe ich mir schon gedacht, oh, hätte ich und passt auf. Und jetzt machen wir mal Gefechtsnebel an und schauen uns, was Florentin sieht. Ich dachte, der Wall ist fertig. Da hat er sie ganz kurz gesehen. Alter, ich dachte, der Wall ist durch. Und da ist diese 1 HP. Und vor allem, du kannst doch hier durch. Scheiße. Ja. Und das wäre auch passiert. Und jetzt achten wir noch mal auf den Kollegen hier gleich. Jetzt kommt der Wolf, oder was? Ey, die ist ein Hero, Mann. Hero, die Frau ist Hero. Also das hier ist halt auch, wie gesagt, ja, so ist zu. Du hast die Relics sicher, das fand ich auch sehr, sehr gut. Und ja, die geht erstmal zurück. Die wollt ja dann noch mal nach. Also ich glaube, das würde jetzt das würde jetzt noch mal zu lange dauern, weil jetzt kommt dann noch ein Bogenschütze dann später. Aber dieser Hero hier, dieser Wolf, tötet eine Dorfbewohnerin und zwei Skirmisher. Warte, Alter, jetzt kommt er gleich. Was für ein Arschloch-Wolf, ey. Ach Gott. Teamwolf ist das. Das ist der Teamwolf. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum, Florentin, du noch auf Bogenschützen gehen wolltest. Moment, stopp. Meine Idee war folgende. Ja. Ich baue ganz wenig Bogenschützen. Ja, ein, ja. Dass er denkt, oh, 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 ich muss Plänkler bauen. Ja. Dann baut er Plänkler und bam, komme ich mit einer Burg. Und damit rechnet er nicht, weil er denkt, es kommt Bogenschützen. Stimmt aber nicht, es kommt eine Burg und dann steht die Burg und dann steht er erstmal blöd da. Den Außenposten zum Beispiel hier mag ich auch ganz gern. Der bringt dir, ja, siehst halt alles. Das ist super. Aber was? Ach so, ja. Was besser gewesen wäre, hier ist natürlich ein Steinwall. Da hast du viel, viel länger Ruhe. Ja, ja. Also du baust ihn ja danach. Aber in der Situation wäre es besser gewesen. So, und jetzt kommt Florentin hier auch rein. Jetzt kommt der Wolf, pass auf. Naja, der ist gleich da. Jetzt kommt erstmal Florentin hier rein. Und ich denke mir, wow. Mal sehen, wow, was er da machen kann. Also vor allem, ich dachte, jetzt kommen noch mehr Bogenschützen. Nee, nee. Der eine reicht. Und der treibt diese Person hier zum Wolf. Ich hab's dir aber fast gerettet noch. Und jetzt kommt er. Weil die haben eine Mindestreichweite, die können. Ja, und die haben eine Mindestreichweite und der Wolf kann einfach mal ganz solide zwei. Ey, ich hab das nicht mal mehr gemerkt, gut, weil ich hab gedacht, die kriegen das hin und dann gehe ich ja zurück und sehe so nur Leichen, was ist ja eigentlich hier passiert? Bullshit. Und sehe so einen dummen Wolf da rumstehen. Und Florentin tötet ihn jetzt für dich, einfach Gentleman. Ja, das dachte ich mir, das ist nur fair, dass ich denn. Hä, du hast ihn für mich getötet? Ich habe mich für dich getötet. Danke. Ich dachte mir, der hat genug geleistet. Knusperwolf. Ja. Das ist doch schön. Ah, wow. So. Der kriegt ein eigenes T-Shirt. Der kriegt ein T-Shirt. So, wir machen jetzt aber noch das neue Spiel auf. Letztes Spiel. Das letzte Spiel des 3 gegen 3. Es wird gespielt auf der Map Golden Hill. Okay. So, ihr habt sie im Kopf? Oder soll ich es noch mal kurz erklären? Ja, sag noch mal bitte kurz. In der Mitte der Map gibt es Moment. Ach, das war mit dem Shallow Wasser? Ja, aber es gab ganz viel Seerosen, ne? Genau, es gibt genau. sehr viel Wasser in der Mitte der Map. Eure Towncenter sind jeweils voneinander durch diese riesige Wassermasse in der Mitte getrennt und vor allem durch diese riesige Goldinsel in der Mitte getrennt. Auf der Goldinsel gibt es nicht nur Gold, sondern auch Stein und Relics. Bei euch gibt es etwas Gold und etwas Stein, aber alles dreht sich darum, A, natürlich Wasser und die Mitte vor allem. Aber Wasser muss man nicht, ist ja, du kann man musst nicht fischen. Nicht Wasser. Keine Fische. Du musst nicht Wasser, es ist aber Fisch da natürlich. Ach, und ist Fisch da? Ja, das war die andere Map ohne Fisch. Genau. Ich glaub, der gibt schon Fische. Okay. Okay. Okay, ich freue mich auf euch. Hey, lass doch einfach nicht auf Wasser gehen, Florentin. kein Wasser. Hey, und nicht angreifen vor 20 Minuten. Okay, denkt dran, ihr habt ein Restart-Recht. Der Farbe? Die Farbe? Oh. Oh, danke. Ja. Nee, keine Regeln. Ihr habt ein Restart-Recht nach 5 Minuten. Restart? Wenn ihr wollt, könnt ihr restarten. Ja. Jederzeit. Also ich wünsche euch viel Spaß. Ja, doch, ich Quatsch. Hör mal Chat aus. Auf ein spannendes Spiel. Es steht 1:1 zwischen Donny und Florentin. Und Donny. Oh, er hat die Wikinger, er hat das hat die Wikinger voll. Und Florentin hat die Türken. Das wäre für mich schon ein Restart, um ehrlich zu sein. Türken gegen die Wikinger. Und schaut euch mal diese Map an. Boah, riesige mittlere Insel. Ja, und viele Relics drauf. So, und jeder für sich, ja, hat eine riesige Ecke des Spielfelds. Somit, ja, ist erstmal Platz da. Florentins großer Vorteil hier gerade sehe ich. Er ist nicht so nah am Wasser dran. Also man kann nicht mit Schiffen seinen Towncenter erwischen. Hier, irgendwann ab der Imperialzeit, wird es, glaube ich, langsam kritisch. Müsste man, bräuchte ich Details, um das durchzuzählen. Aber ja. Auf jeden Fall, der liebe Florentin hier mit Türken. Boah, da würde ich wirklich, ganz ehrlich, ich würde Restart sagen. Aber ja, wir haben Florentin gehört. Wir haben Florentin gehört. Könnte ich? Kann ich mit den Jungs oben reden? Leute? Ja? Wir müssen leider restarten, weil Florentin sieht etwas nicht, was ich schon sehe. Okay, Admin-Restart. Genau, es ist okay. Admin-Restart.
Sein Gold wir die gleichen Völker nochmal auswählen? Oder müssen nein, 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 ich würde es wieder random machen. Ah. Okay, aber wir machen einen Restart, weil Florentins Gold ist in dem Wald gefangen. Okay. Oh, okay. Das gut, ist danke. Alles klar, ich bin schon raus, ich komme rein wieder. Ja. Uiuiui. Backgold, danke auch Chat für den Hinweis. Oh, Wikinger, hätte ich dich geplättet, du. Wirklich? Ja, ja, definitiv. Das ist gerade sehr, sehr glücklich. Also, ich glaube, du hättest es nicht gecallt. Und deswegen wäre es, glaube ich, echt hässlich. Könnte es hässlich werden für dich? Nee, das hätte ich nie gecallt. Also, Wikinger gegen Türken das mit Wasser, ich, ne? Alter. War okay. Schon geil gewesen. Okay, gut. Dann. Gut. Viel Spaß ja, euch. Ist Türken und du Wikinger, ist fertig. Das wäre witzig. Have okay. fun, good luck. Have. Auf eine zweite Runde. So, diesmal Kelten gegen Vietnamesen. Ja. Das ist ein bisschen offener. Das ist ein bisschen offener. Kelten hier natürlich. Starkes Holz. Toll. Tolle Infanterie-Siv. Vietnamesen. Tolle Bogenschützen. Haben natürlich mit ihrer Spezialeinheit, machen dem Kelten nicht so viel aus, weil Spezialeinheit ist besonders gut gegen andere Bogenschützen. Ja, und der Kelte, ja, hackt schneller Holz. Krasses Belagerungs- und Infanterievolk. Ja. Und die Map sieht wieder ein bisschen ähnlich aus. Also diesmal Florentins TC deutlich näher am Wasser. Donny auch ganz normal. Ach, das ist richtiges Wasser, ne? Das ist nicht dieses Shallow. So, und wir sehen diesmal, Gold ist hier es, gut. Es gibt einen Weg. Gold ist hier gut, Gold Weg, ist okay. hier gut. Diesmal würde ich sagen, können wir das spielen. Ja. Kelten auf jeden Fall größer als Vietnamesen, würde ich auch sagen. Kommt echt aber auf jeden Fall darauf an, wie man sie ausspielt. So, und da müssen wir mal auf jeden Fall darauf achten, wer geht auf Wasser, wer traut sich das und wer nicht. Donny hat das Gentleman's Agreement angesprochen, gar nicht auf Wasser zu gehen. Huiuiui, das wäre natürlich eine interessante Variante, wenn keiner auf Wasser geht. Aber wir sehen schon, die Mitte, die ist so wichtig. Wie viele Ressourcen hier auf einen warten? Wir sehen Relics, wir sehen Stein, wir sehen die Hügel. Also sprich, wenn du hier eine Castle hindroppst, dann ist aber auch ganz schnell Feierabend. Aber erstmal durchatmen, ganz normaler Start und dann vielleicht Wasser. Das ist eine saftige Mitte, ja, habt ihr recht. Auf jeden Fall sehen wir hier jede Menge Schafe schon mal bei Florentin. Sieht ganz gut aus, scoutet auch mit denen. Also ihm fehlen noch zwei, wenn ich richtig liege. Schauen wir mal. Nee, hier ist der Boar. Hat er sie alle schon? Hier ist der andere Boar. Ja, sieht gut aus. Sieht gut für ihn aus. Also, da darf er nicht meckern. Auch, wie gesagt, Wasser direkt hier schön dran. Könnte entweder hier docken, hätte schön Fisch. Also, das ist halt sehr, sehr wichtig, wenn keiner hier auf Wasser geht. Also, wenn er jetzt hier dockt, boah, hätte er Pech, dann würde ich vielleicht, bevor ich den Dock setze, einmal mit meinem Scout auf die Insel lang wandern oder rübergehen und gucken, wo die denn lang geht und wie dicht die am Wasser ist, an meiner Landmasse ist. Und dann könntest du selbst entscheiden, na, ist mir ein bisschen zu dicht und deswegen vielleicht nicht den Dock da hinsetzen. Aber das sieht nicht danach aus. Florentin geht hier für den frühen Wall scheinbar. Oder eben für den frühen Dock. Weil er ist einfach der Kelte. Und ihr seht jetzt schon, hat er genug Holz für den Hafen. Pop 14 für ihn, Pop 13 für Donny, der hier noch keinen Villager verliert. Und geht auch wieder für den Dealer. Das finde ich immer natürlich, ist halt dieser kleine Unterschied. Donny geht immer ja für solche Kleinigkeiten. Und das bringt ihm einfach mal noch mal ein bisschen extra Food. Und Florentin ignoriert das. Also Florentins Deer ist natürlich auch ein bisschen weiter weg. Und der Lure, man kann ihn luren, aber man kann dieses Deer jetzt hier hinluren, auch vor allem zu seiner Mühle. Aber muss man jetzt nicht. Beide gehen aber auf die Mühle. Ist auf jeden Fall schon etwas, was ein Signal ist. Oder dafür ein Signal ist, dass man gar nicht auf Wasser möchte. Aber hier sehen wir einen Arbeiter, der ja, der will den Dock und der macht den besseren Dock. Also hier haben wir einmal Fisch, hier haben wir einmal Fisch, aber ein bisschen mittiger. Also wenn er hier stehen würde, würde er noch viel besser aussehen. Aber so, okay, hat er erstmal Ruhe. Einfach mal 450 Nahrung, fertig. Und Donny hat keinen. Und es wird sich gleich einfach auch in den Punkten widerspiegeln, wie das aussieht. Und sehen wir den? Sehen wir? Oh, ich dachte schon, er blockt.
Also, das gibt's doch nicht! Echt? Das gibt's doch nicht! Sorry, ich brauch alles, ey. Das ich hier alles. Wäre jetzt, hätte er das weiter forciert. Ich habe den Dorf wieder verloren daran. Puh, puh, puh. Das habe ich verdient. Greetings Viper and greetings T90 in the chat. Und auch Grüße an Nili und Mara. Alter, da geht der Florentin hier fast an die Lamer-Grenzen hier. Stark. Oh, hätte er den richtig geblockt. Ich glaube, Donny wäre explodiert. Einfach explodiert. So, Florentin auf jeden Fall hier mit dem ersten Schiff. Noch untätig. Bald vielleicht nicht mehr. Und ja, viel auf Holz. Sehr viel auf Holz. Oi, oi, oi. Also, Fischkutter werden hier gemacht. Gibt's jetzt? Ja, ja. Hier, einer arbeitet nicht. Ist auch sein einziger Idol. Das ist, ja, unglücklich. Donny baut eine Kaserne. Boah, wenn... Florentin muss ja nur so ein ganz kleines Stück hier. Das sind, glaube ich, zwei Teils, die er hier abholen muss. Dann ist hier Feierabend. Aber Donny geht für die Kaserne. Donny geht womöglich auch für auf eine frühe Feudalzeit. Und ja, versucht, die Druck aufzubauen. So, jetzt wird Donny hier vertrieben durch einen tapferen Villager. Und Donny sieht jetzt gleich, ja, er sieht schon den Hafen. Donny sieht aber auch, hier ist ja noch offen. Da ist ja noch offen. Da kann ich mal schön durchschlüpfen. Und das will er. Ich glaube, das will er. Und jetzt bin ich mal gespannt. Geht er? Ja, er geht vor Dahlzeit. Auf jeden Fall. Aber gibt es denn jetzt hier auch Einheiten, die er bauen wird? Also wird er... Also Archer macht keinen Sinn. Doch, er geht auf Archer. Bergarbeiterlager wird gebaut. Er will auf jeden Fall die Mitte... Ah ja, hier ist immer noch der eine... Eine Fischkutter, der untätig ist. Und ja, ich glaube, Florentin wallt jetzt hier. Nee, er baut einen Außenposten. Ein Außenposten, das ist ja auch... Und Florentin könnte hier Donny einfach abwallen. Einfach das hier. Wenn Donny nicht wallt, denkt sich Florentin, na gut, dann mache ich das. Und... ja. Wall is wall. Kommt. Wall is wall. Aber dann macht der Außenposten hier keinen Sinn mehr. Außer er zieht den Villager dann rein. Jetzt sind auch alle Fischkutter hier am Arbeiten. Webstuhl kommt. Ja, das sieht, ist halt, glaube ich, der beste Start von Florentin heute. Und er könnte noch viel, viel mehr Fischkutter bauen. Also, wenn er hier mit einem Fischkutter... Oh, oh. Oh, Donny. Oh, Donny. Willst du denn wirklich einen MMA-Rush spielen? Und jetzt ist Florentin auch... abgewallt, fast. Ja, okay. Und jetzt noch hier. Ja, und Florentin sieht's. Florentin sieht's. Florentin sieht's und macht's gut, aber Florentin muss hier weiter wallen. Ja, wall das zu. Und dann ist hier Feierabend. Also deswegen hätte ich mir gewünscht, dass Florentin ein bisschen offensiver geht. Hier wallt, nochmal hinter wallt und fertig. Dann ist hier gar keine Gefahr mehr. So, und jetzt haben wir natürlich die Bredouille. Donny sieht den Wall. Kommt Donny aber da durch? Ist die Frage. Nee, hier sieht's. Oder? Oder? Nee, kommt er nicht durch. Nee, nee, nee. Passt nicht. Da hast du kurz Schiss gehabt. Ja, wirklich mega. Mega Schiss. Ja, aber jetzt pass auch auf, lieber Florentin. Das solltest du reparieren. Der Arbeiter steht daneben und jetzt kommt der Repair ein bisschen zu spät. Ja, er zieht sie zurück. Und das könnte jetzt wehtun. Ah, ungünstig. Hier schnell wallen. Hier schnell wallen, nein. Und jetzt hier noch. Oh, gerade so zu. Nein. Nein, 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 nein. Ja, das war Blödsinn. Oh, fuck. Fuck you, ey. Ah, scheiße. Ja, das ist aber nicht clever. Das Haus noch abreißen. Ah, Jesus Christus. Es war fast gut. Es war fast gut. Er steht mit dem Villager daneben und repariert nicht. Ah, fuck. Und somit... Ja. Als Kelter hast du einen Vorteil. Deine Milizsoldaten oder deine Infanterieeinheiten sind schneller. So, und er kann jetzt hier ein bisschen abholen. Ja, 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 ja. Hier noch. Ja,
Und jetzt hier einquartieren, einquartieren. Gleich. Kannst du jetzt schon einquartieren. Eigentlich müsstest du den hier erreichen. Probier's mal. Und reparieren. Nicht nachwallen. Und hier zumachen. Leute. Und jetzt wollte er seinen eigenen Villager ein. Ja. Gut. Wozu jetzt die Schießanlage? Ja, er will auf jeden Fall hier verteidigen. Ja. Und jetzt kommt hier die Galeere. Und die Galeere macht Schaden. Na gut. Ja. Guck mal, die Galeere reicht schon aus. Die Galeere reicht schon aus, um das abzuwehren. Jetzt kommt hier auch noch ein Speerkämpfer dazu. Und Florentin will noch nicht so richtig hier wallen. Auf jeden Fall, der Vietnamese wird hier, ja, welche Überraschung, auf Archer gehen. Und Florentin auch. Aber, na, der vietnamesische Archer hat auch einfach mal mehr Lebenspunkte. Ja, und da hätte er auch schon früher wallen können, das sind Kleinigkeiten. Und hier auch schon früher die Villager reinziehen, dass das Town Center schon auf die Man-at-Arms schießt. Jetzt sehen wir, hier fällt der Pikenier und jetzt, er sollte einfach jetzt hier zumachen. Jetzt kommen die Archer, ja. Er könnte jetzt hier auch alles mit, einfach alles mit Galeeren zustellen. Also den ganzen Übergang. Dann hätte er auch erstmal Ruhe. Also, ja, das sind so Fights, die willst du so eigentlich gar nicht. Da ist noch ein Villager sehr, sehr low. Ja, ja, komm, kommt rein. Ja, okay, Donny passt auf jeden Fall auf. Ja. Warum lagern die sich ein? Weil das ganz gut war, dass sie sich angelagert haben. Es fehlt auf jeden Fall, ja, es passiert nichts irgendwie. Also er macht nicht so wirklich was. Hier kommen mehr und mehr. Oh, das sieht richtig schlecht aus für Florentin. Ich glaube, das ist ein kurzes Spiel. Jetzt kommt hier ein Marktplatz, wird gerusht. Wenn es eine Burg wäre, okay, aber es fallen mehr und mehr Villager. Auch wenn Florentin das Wasser hat, also komplett für sich hat, er nutzt es nicht. Ja. Fischkutter, gute Idee. Ja, und das kann Donny eigentlich ignorieren, macht er jetzt auch. Was soll ich das bekämpfen? Da laufe ich dran vorbei. Ja. Jetzt kann er das auf jeden Fall hier endlich mal clearen. Florentin lässt sich von sowas zu leicht beeindrucken. Und Brander, ja, Brander wäre eine Idee. Spamfilter 798 sagt es schon. Stellst du da einen Brander hin, dann fällt das alles einfach mal um. So, und jetzt haben wir hier das Problem. Florentin hat nichts, um das zu verteidigen. Hier sind zwei Skirmisher dabei, es sind mehr Archer. Es kommen auch mehr und mehr Archer rein. Wenn Florentin hier nicht einfach mal mit irgendeinem Villager dazu bohrt. Und das sieht ziemlich GG aus. Wenn man. Ah, wenn man ehrlich ist. Das ist GG. Ich weiß nicht, wo seine Konzentration hin ist. Eben hat er das im Late Game so gut gemacht. Jetzt ist es schon wieder. Puiuiui, wie viele aktiv sind? Fünf unter den Dorfbewohner. Es kommen vier weitere Bogenschützen rein. Keine Brander. Jetzt kommen auch noch weitere Plänkler. Ja, Plänkler jetzt vielleicht, die könnten ihn wieder ein bisschen retten. Oh, Donny, guck mal an. Split Micro. Ja, okay. Das kann er noch abwehren. Das kann er noch abwehren, aber er lässt das Haus hier zerstören. Eieiei. Okay. Florentin hält sich hier über Wasser, obwohl er sich nie hätte über Wasser halten müssen. Und warum dieser Skirmisher unter dem Town Center so lang wandern darf? Gut. Schwierig. Gut, okay, der Skirmisher ist down. Zwei Skirmisher verfolgen hier vier weitere Archer. Der Scout lebt auch noch. Der kann richtig wehtun. Wir sehen einen Stall. Wir sehen sehr viele untätige Dorfbewohner. Und wir sehen Florentins übliche Bedouille. Er wallt sich selbst aus. Er nutzt nicht die Breite des Spielfeldes. Und
Das ist schwierig. Wululululu. Ja. Also Donny macht hier sehr viel Schaden. Florentin ist zwar auf dem Weg in die Ritterzeit, aber warum er nicht zuwollen möchte, das verstehe ich nicht. So, Florentin auf dem ist in der Ritterzeit, Donny auf dem Weg in die Ritterzeit. Florentins größter Vorteil, er hat Wasser. Florentin sollte auf jeden Fall die Küste bewachen. Ja, und Donny konnte halt schon wieder so viel Schaden machen. Und schon wieder rennen hier seine Einheiten irgendwo rum. Aber nicht da, sind nicht da, wo sie sein sollen. Ich meine, jetzt sind sie hier. Jetzt haben wir einen Ritter. Und der eine Ritter könnte das hier oben klären. Also hier ist doch noch eine Lücke. Ja. Jetzt stirbt vielleicht noch eine. Nein. Also, auf jeden Fall, Florentin sollte auch seine Fischer nochmal beobachten. Und ja, darauf achten. Florentin sieht jetzt den, sieht jetzt zumindest den Hafen. Nein, sieht er nicht. Den sieht er nicht. Und ich weiß nicht, warum Florentin sich immer so selbst so einengt. So, die Archer sind endlich tot. Und ich dachte schon, das ist jetzt schon GG. Aber Florentin gibt nicht auf. Florentin mausert sich weiter. Und Florentin geht erst in der Imperialzeit in die Breite. Warum erst dann? Das weiß nur er. Er sollte auf jeden Fall versuchen, die Mitte zu holen. Und die Mitte könnte er perfekt mit Mangen bewachen gegen diesen garstigen Vietnamesen. Der Vietnamese hat auf jeden Fall auch Elefanten. Aber alles, was der Vietnamese da hat, ja. Jetzt. Gnadenlos. Ja. Wasser kann ich nicht hören. Ja. Wasser ist hier vorbei. Also auch, auch interessant von Donny, dass er anstatt einer Militäreinheit erstmal einen Fischer baut und guckt, na komm, mach ich auch mal ein bisschen was. Aber reicht nicht. Reicht nicht. Jetzt kommen auf jeden Fall Ritter vom Kelten. Von Donny sehen wir 6 Archer. Und ja, das ist auch etwas, was jetzt Florentin auch gut ausspielen kann. Also Donny hat auf gar keinen Fall, also er hat auf jeden Fall kein Gold mehr. Jetzt holt er sich ein bisschen was aus dem Markt, holt sich Armbrustschützen. Ja, und bereitet sich hier darauf vor, dass hier Einheiten kommen. Und ja, hat jetzt hier auf jeden Fall die Mitte mehr oder minder eingenommen. Die Dorfbewohner warten und bauen das Dorfzentrum. Eine Burg wäre natürlich immer schöner, wenn du die hier hinstellst. Boah, unfassbar schwer. Ja, und Florentin findet in das Spiel zurück. Ja, und da kommt jetzt ein eine Fire Galley. Oh, sieht er das? Ja, sieht er. Und die Fire Galley könnten auch die Ritter zerstören. Tun sie auch. Surround, das kennt er noch. Das kennt er noch aus Warcraft 3. Schön. Ja. Und, guck mal, sogar das Fischerboot macht ein bisschen mit. Jetzt haben wir hier die Ritter. Natürlich verlieren die gegen diese Armbrustschützen von Donny. So, aber die könnten jetzt hier irgendwo für Schaden sorgen. Oh, da guck mal, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Mm-mm. Wird's hier einen guten Quick War geben? Wird's hier noch einen besseren Quick War geben? Also hier auf jeden Fall diesen Safe. Er reitet direkt aufs Gold zu. Oh, aber, oh, ja, ja. Also das muss man Donny mal wirklich lassen. Also, als wir ihm einmal diese Quick Walls erklärt haben, seitdem, boah, passt das überall. Also, es passt nicht alles in seinem Spiel, aber das kann er richtig gut. Also, Chapeau. Ja, und die Archer hier sind auch noch nervig. Und ja, Florentin kann nirgendwo Schaden machen. Überall gibt es die Quick Walls, überall ist es sicher. Aber, Florentin hat erstmal die Mitte. Und die Mitte ist so wichtig. Jetzt hier noch ein Kloster hinbauen, hier noch eine Waffenschmiede hinbauen. Und ja, dann sieht das richtig gut aus. Und der größte Vorteil von Florentin gerade im Vergleich zum Spiel davor, er hat 2 Town Center schon. Überall wird gepumpt. Pop 60 für Florentin. Pop 47 nur für Donny. So, und jetzt sterben hier die Ritter. Ja. Ja, und jetzt kämpfen hier die Archer zusammen mit den Galleys. Ja, und das ist, ja, das sind Fights, die verlierst du. Und ey, jetzt stellt euch wirklich mal vor, hier stehen einfach 5 Brander. Und Donny versucht rüberzukommen. Dann ist es da vorbei. Donny könnte natürlich mit dem Transportschiff direkt rüber zu Florentin. Ich glaube, Florentin würde das aus dem Spiel bringen. Also, Transportschiff, hier rüber. Bumm.
einmal hier landen und dann einfach wieder ans Gold knuspern. Florentin hat aber natürlich in der Mitte sein Gold. Und das ist, wie gesagt, sein größter Vorteil. Donny, jetzt erst mit dem zweiten TC. 700 Nahrung, da sollte er überall versuchen, so schnell es geht, sehr, sehr, sehr viele Dorfbewohner nachzubauen. Geht jetzt hier auch auf Stein. Und ja, muss überall jetzt schnell viele Dorfbewohner hinkriegen. Also ich glaube, die paar, obwohl, ne? Nee, nee. Da sollten ein paar Schiffe kommen von Florentin. Naja, es kommt. Er ist immer Haus. Also, das kann man mir auch in Warcraft anhängen. Da bin ich immer Haus. Aber hier ist es immer Florentin. Hier ist es immer der Florentin. Das ist ja lächerlich, dass der das überlebt. Und ja. Aber jetzt kommt Donny hier. Ah, uphill. Und jetzt kommt. Oh, jetzt kommt hier die Burg. Jetzt kommt hier genau die perfekte Burg. Die Donny gar nicht mehr so richtig auf die Mitte lässt. Also. Florentin könnte auch Donny hier komplett rauswallen, ne? Also einfach zumachen. Schießanlage baut er hier auch noch. Also ich würde. Also ein Commitment komplett auf eine Einheit ist immer schwer. Auch von Donny, ne? So, und jetzt? Moment, jetzt bin ich mal gespannt. Sieht er jetzt. Jetzt sieht er die Burg. Jetzt sieht er die Burg. Das war mein Plan. Das wäre schlimm. Also das ist nicht der originellste Plan. Ist, ja, da komme ich, glaube ich, jetzt nicht mehr rauf, ey. Naja, Imperialzeit gehen, boomen. Aber das ist natürlich schwer. Das Holz fehlt. Also ist auch, ja, er braucht viel mehr Holz. Aber dann kann er das auf jeden Fall contesten. Ritter, ja, gegen die Skirmisher, warum nicht? Aber, ja, Florentin hat einfach die Mitte. Pop 59 gegen Pop 77 bereits für Florentin. Und der baut hier weiter. Der rechnet mit gar keiner anderen Einheit mehr. Der baut nur noch Skirmisher. Ja. Warum nicht? So, Florentin sollte aber auf jeden Fall aufpassen. Also, immer diese. Er blockt sich immer so selbst aus. Aber auf jeden Fall noch ein Town Center. Sehr, sehr schön. Noch ein Hafen. Mag ich. Mag ich. Ja, gibt ihn auf jeden Fall komplett Water Control. Und oh, jetzt kommt, passiert genau das. Jetzt passiert genau das, was ich gedacht habe, was Donny vorhat. Diese Landung, diese sneaky Landung, die jetzt direkt ins Herz stechen könnte von Florentin. Florentin sollte auf jeden Fall auch nochmal seine Idols überprüfen. Und er sollte hoffen. Ah, er hat sie ganz kurz gesehen vielleicht. Ein Fischgutter. Und es gibt einen Wall. Es gibt einen Wall. Sieht er aber das Transportschiff. Also, Florentin könnte hier irgendwie gleich was sehen. Nein! Aha. Dieser Wall könnte genial sein. Also, der Wall wäre natürlich schöner. Aber wenn der Wall hier durchkommt. Nee, nee. Okay. Hätte Donny ruhig noch ein bisschen tiefer reinfahren können. So könnte jetzt Florentin reagieren. Ja gut, Ritter. Gut, okay, es sind nicht viele. Es sind nicht viele Archer. Es sind nicht viele Archer, da reichen zwei, drei Ritter. Die Hauptattacke rechnen, mit der Hauptattacke rechnen da vorne. Und oh, guckt euch das an. Donny gibt die Mitte auf. Und will Florentin in der eigenen Basis vernichten. Wie gesagt, Florentin könnte hier immer noch sehr, sehr leicht nachwallen. Donny hat bald genug Stein für eine Burg. Könnte die sich jetzt auch easy kaufen. Ja. Wie reagiert er? Wir haben auf jeden Fall mehr Ritter. Gibt es auch schon Upgrades? Nee, heute nicht. Also Gold stimmt. Ich würde auch hier gar nicht mehr so doll auf Gold gehen, weil die Mitte ist voll damit. Und ja. So, jetzt kommen sie. Und es sind nicht viele. Es sind eben nicht viele. Und das kann Florentin wirklich damit, dürfte er das schon abwehren können. Und Donny, ja, gibt die Mitte auf, will Florentin in der eigenen Basis zerstören. Und was er kriegt, sind, ja, drei Ritter ins Gesicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was er hier baut. Sieht Florentin die Dorfbewohner? Ja, ja. Haus abreißen. Haus abreißen. Reiß doch das Haus ab. Aber ja, er hat natürlich auch Wasser. Von daher. Ja. Kein Problem. Kein Problem. Eine Doubt Castle nennt man das. Warum Doubt Castle? Doubt ist immer dafür bekannt, solche komischen Forward Castle zu bauen, die dann nicht hochgehen. Und sowas ist so ein Ding. Und jetzt kommen die nächsten Einheiten, das nächste Transportschiff. Da kommen jetzt ein paar Ritter. Ja gut,
Ja gut, das gewinnt der lieber Herr. Er will auch noch mit den Schiffen. Also Donny überlässt ihm komplett das Wasser und das bricht ihm das Genick. Er überlässt ihm das Wasser, er überlässt ihm die Mitte und Heidewitzka. Ja, Florentin hat alle Ressourcen der Welt. Also wie gesagt, er könnte hier 4 Relics, 5 Relics in unmittelbarer Nähe sich einfach holen. Guck mal, und guckt euch das mal an. Also, das ist wieder so ein Floating-Ball. Guck mal. Das ist halt die Mitte, ne? Er würde hier, ja, Sinn machen. Aber ja, das ist Florentin egal. Florentin halt muss jetzt aber weiter die Dorfbewohner suchen. Shit. Er muss ja wissen, dass da Dorfbewohner kommen, aber Florentin wallt auch einfach. Florentin wallt auch einfach. Florentin hat aber auch. Jetzt baut er mal welche nach, ja. Okay, überall werden Dorfbewohner nachgebaut. Die Ritter sind jetzt weiter auf der Suche. Würde mit V-Befehl vielleicht auch Sinn machen. Ja. Schade. Findet sie nicht hier. Aber er sucht, er sucht. Ja, und jetzt kann Florentin hier auch mit seinen Schiffen richtig Schaden machen. Aha. Da war der eine. Da waren die Bogenschützen, die nochmal Ärger gemacht haben. Einer ist sofort gestorben. Jetzt. Kommen hier Elefanten? Imperialzeit! Imperialzeit für Donny. Uiuiui, also Pop 63 ist natürlich alles andere als Pop 119 für Florentin. Oh, und wenn Florentin hier nicht frühzeitig wallt. Es wird auf jeden Fall Schuppenpanzer entwickelt. Es sieht nach Elefanten aus. Aber. Er hat, das ist all sein Gold. Na gut, bisher kann er es noch abfrühstücken. Und ja, Florentin kann hier weiter und weiter und weiter nerven überall. Ja, Florentin sieht auf jeden Fall hier noch den einen Archer. Und wenn er dann jetzt wieder zurückreitet mit seinen Einheiten, dann könnte er auch diese Forward Base von Donny sehen. Und Donny ist gleich in der Imperialzeit. Florentin noch weiter von entfernt. Ihm fehlt es an Nahrung. Und das verstehe ich nicht, wenn er doch die Mitte hat und auch noch Wasser hat. Und er bleibt haust. Er bleibt einfach haust. Er bleibt haust. Jetzt, oh, jetzt werden hier Häuser gebaut. Wie merkt euch immer, sage ich immer wieder gerne, wenn ihr haust seid, dann baut nicht unbedingt nur mit einer Person ein Haus, sondern gleich mit mehreren, 3, 4 Leuten, dass ihr schnell wieder Units bauen könnt. So hat Florentin viel Zeit verschwendet und das kann ihm hier das Genick brechen. Elefantenreiter sind natürlich nervig, aber auch nicht unbedingt schwer zu countern. 2, 3 Mönche. Ja, Feierabend. Dass Florentin aber sich keine Relic holt, verstehe ich nicht. Und was Florentins Idee jetzt gerade ist, jetzt kauft er sich Nahrung. Jetzt kauft er sich die Imperialzeit schnell. Absolut in Ordnung so. Und jetzt, oh Gott, jetzt hat er es gesehen. Jetzt hat er es gesehen. Ja, ja, ja. Ach, und das ist richtig schlecht für Donny. Florentin muss jetzt aber sehen, dass hier ein Ritter war. Da ist einer. Ja, und da ist einer, um ihn zu begrüßen. Das ist schon mal schön. Das gewinnt. Ja, könnte Florentin knapp gewinnen. Und jetzt kommt 5, 6 Elefanten. Fuck, Elefanten. What? Aber er sieht es schnell. Das muss man ihm lassen. Das hat er jetzt schnell gesehen. Ja. Oh, allein für die Reaktion. Jetzt muss er nur noch auf mit einer Sache reagieren. Klar. Elefantenreiter, Alter, was geht bei dir? Ja, ist richtig gut oder so halb gut? Richtig gut. Ja, richtig gut, ja, sind sie. Aber, guck mal, ein Ritter macht jetzt gar nichts mehr. Bist aber ganz schön entspannt hier gerade. Ja, ich weiß nicht, was sie können. Was können denn bitte Elefanten? Und jetzt guckt euch mal den Schaden an, dieser Pfeile. Plus 2 Pfeile wegen 1er Rüstung. Da fällt auch ein Elefant um. Da fällt auch ein Elefant um. Aber wie gesagt, es fehlt hier an. Jetzt kommen hier Plänkler. Plänkler, um gegen Elefanten zu kämpfen. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Das gibt's doch nicht. Ja, aber wie gesagt, die Pfeile machen hier schon genug Schaden. Hier verliert Donny auf jeden Fall all seine Elefanten. Auch wenn er hier ein paar Villager tötet. Die Elefanten sind so teuer. Die sind so teuer. So. Die Burg ist ja auch frech. Ja.
Die ist frech. Ja, und. Ja, Donny, die ja, Burg. Der Plänkler bringt nichts gegen Gilfan. Ja, ich hab nichts anderes. Ja, aber das ist. Donny, achte mal auf deine Villager hier, diese Counterburg. Ja, das Spiel hast du eh, glaube ich. Ja. Würde ich auch sagen. Also, auch wenn es am Anfang wieder. Auch wenn es am Anfang. Du brauchst einfach auch irgendwas. Ja, egal was. Am Anfang schlecht aussah. Donny verliert hier das zweite Spiel und somit geht die Series an Florentin. Hey! Wasser. Naja, es ist ein bisschen unfair. Ich weiß nicht, was ich fasse. Ja, ich kenne das, ja. Du hast auch noch nur auf Wasser gespielt, du Arsch. Ja, es ist halt. Aber ey, Marco, bitte. Ey, erstmal gratuliere. Dankeschön. Verdient geworden. Dankeschön. Sag nicht nur am Wasser, du hast gut am Anfang verteidigt. Bitte, Marco, sag mir, warum ich das verloren habe, wenn ich so viel Wild kill mit so einer Anfangsaggression. Wie habe ich das verloren? Ja, also ohne Scheiß. Ich dachte auch, wirklich, als dann Florentin hat komisch gewallt. Also er hätte auch bei dir wallen können, er hätte diesen kleinen Part zuwallen können, er hätte die Mauer hier reparieren können. Es waren so viele Optionen frei und ja, dann kamst du. Das war wirklich eine Millisekunde, der wäre fast nicht durchgekommen. Nee. Also normalerweise, das hier, wenn ich in so einer Woodline bin, er war ja schon mit defensiv abgeht. Er war ja schon. Ist das doch GG eigentlich? Naja, das Ding ist im Endeffekt erstmal Florentin. Er war ja nur durch, weil du hier nicht repariert hast. Da stand ein Villager daneben, wenn du das reparierst, kommt er auch nicht durch. Wenn du hier wallst und nachwallst und schnell nachwallst, auch mit anderen Villager, dann ist da auch Feierabend. Und vor allem, als er dann mit seinen Milizsoldaten drin war, hättest du auch jederzeit nachwallen können, da kommt kein Bogenschütze rein. Ja, das ist alles richtig. Da denke ich, das ist halt dein Panikmode. Genau. Aber ja. Du hast es ja dann verteidigt und das Problem war halt, Donnys Push war immer so ein bisschen gesplittet. Mhm. Er hatte hier 4 Bogenschützen, während hier 4 gewartet haben. Wenn die 4 vielleicht auch noch mal von hier angreifen oder zusammen angreifen, dann machst du noch mehr Schaden. Du hast schon viel Schaden gemacht. Ja. Hast dann aber erstmal komplett Wasser ignoriert. Florentin, ja, hab ich nicht bewusst, aber ganz ehrlich, ich weiß, es klingt wie eine Platte, die sich wiederholt. Ja. Es ist einfach so, ich bleib dabei, ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was ich verpasst habe. Ich kenn das total, das ist einfach so. Und Wasser ich kenne die Build-Order nicht, ich weiß, irgendwie 15. Villager, glaube ich, baut einen Hafen, dann Schiffe, Fire Galleys. Macht gar keinen großen Unterschied, also Florentin wusste jetzt auch nicht den perfekten Build-Order, weil er hat auch eine Mühle gebaut. Aber, dass er einen Hafen gebaut hat, hat ihn einfach so nach vorne katapultiert, was die Wirtschaft angeht. Da reichen ja schon 6 Fischerboote. Aber auch militärisch habe ich es im Endeffekt fast schon gesehen, weil er konnte alles natürlich beschießen mit den Wargillies auch auf dem Weg. Man muss natürlich jetzt auch dazu sagen, Florentin hier, im Gegensatz zum der vorigen Spiel, wo Türke gegen Wikinger einfach nur auf den Sack bekommen hätte, wahrscheinlich, wenn der Wikinger auf Wasser geht, war es hier so, Kälte ist natürlich auch eine der stärksten 1-gegen-1 Sifs und gegen Vietnamesen ist eigentlich auch schon Auto GG, ist Sif. Oh, lass mich raten, hattest du mal Holzprobleme? Ja, nicht so. Ich hatte doch wirklich. Was? Mit Kälten? Ja. Geht. Aber komm, Auto-GG jetzt nur wegen des Sifs? Nein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Du hast jetzt, man muss natürlich dazu sagen, man muss auch wissen, wie man sie spielt. Du hast es ein bisschen, anders interpretiert, hast natürlich aber gewonnen. Nein, der hat seine fucking breite Brust wieder und das ist nämlich hier das Problem. Deswegen muss ich am Anfang hier runterzureden. Nee, aber ich kenne deine Ausstrahlung. Ja, du hast wieder diesen. Naja, ich freue mich, dass ich gewonnen habe, aber mir ist schon klar, dass es unfair ist. Gegen Donny auf einer Wassermap, weil ich würde genauso spielen. Wasser ist einfach ätzend. Unfair nicht, dem entgegensetze ich, das ist ja für dich vielleicht, und das klingt jetzt arrogant, meine ich aber so, meine ich nicht so, sondern für dich ist ja momentan auch unfair, in Anführungszeichen, auf Arabien gegen mich, weil ich da halt die Meter besser kenne. Also das soll jetzt mal keine Ausrede sehen. Ich fand nur am witzigsten aus meiner Sicht war, das war der Moment, wo ich weiß, Florentin ist back, er hat wieder seine Age of Empires Eier gefunden. Als ich diese Burg sehe, und zu ihm noch so im Spiel meinte so, weil das war natürlich auch mein Plan, er guckt nur rüber und sagt so, ja, ziemlich intelligenter Plan. Wo ich dachte, den Blick! Naja, ich dachte, mit der Wasserüberlegenheit kriege ich jede Burg an der Küste hoch. So, da kannst du ja nichts machen. Ich habe halt einfach den Anfang, ich glaube, ich habe hier und da ein paar Fehler gemacht, aber ich glaube, generell war es ein relativ schneller und mehr oder weniger sauberer Feudal Rush mit den Man-at-Arms und so. Und dann denke ich mir so, hey, ich kill 5-6 wild. Aber klar, Marco hat es erklärt, das Wasser, das macht so viel aus, allein die Nahrung, die du dann kriegst, du kannst ja ständig. Auch wenn ein paar im Chat gerade schreiben, dass ich keine Ahnung habe. Aber ganz ehrlich, ich finde auf jeden Fall, Wasser auf dieser Map ist essentiell.
Und ja, das dürfte man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Dein Push war eigentlich ganz gut. Du hättest zum Beispiel jetzt auch versuchen können, Donny, Florentin abzubohren. Also auch von der Mitte einfach wegzunehmen. Ja. Dass Florentin gar keine Chance mehr hat, auf die Mitte zu kommen. Ja, die Gallys halt, die haben mich ja, halt. Ja, genau, die haben dir das Leben richtig schwer gemacht. Ist denn bei allen immer die Ressourcen so gemacht, dass er konnte ja zum Beispiel mein anderes Gold noch erreichen? Das war jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Ist es aber bei ihm auch so gewesen oder ist es ein bisschen Zufall? Ich habe halt dieses Gold zur Front, wo er draufschießen kann. Das war mein letztes Gold. Ja, das ist natürlich das Problem. Dann, wenn du halt das Wasser ignorierst. Ja. Das kann halt passieren, ne? Ja. Und tja. Aber hey, Elefanten, ne? Auch mal geil. Sehen wir selten. Ja. Elefantenreiter. Ja. Du wusstest ja überhaupt nicht. Kann ich dir aber sagen. Nicht. Ja, Hellebardiere und so. Nee, Hartkante aus Mönche. Mönche, ja gut, aber das hätte zu lange gedauert in dem Moment. Und es waren ja nur 5, so da dachte ich mir, das mache ich auch mit 20 Blättern. Ja gut, aber hier, guck mal, wie viele Leichen hier rumliegen. Das ist mir doch egal, ich habe die Mitte. Die Mitte, genau, wollte gerade sagen, also selbst wenn Donny in Florentins Basis einfach mega viel Schaden macht, Florentin hat die Mitte und was mich halt... What? Das sind ja 100 Reliquien in der Mitte. Ja, habe ich doch gesagt. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Die hast du... Ey, Florentin, also bitte, du hast 5 Stück in unmittelbarer Nähe auch gesehen. Ey, die habe ich echt nicht bemerkt. Hier. Aber du, auf der Map hat man so viele Punkte mit den Fischen. Ja, aber als wenn jetzt Fisch auf dem Land rumschwimmt. Können wir mal bitte wenigstens festhalten, dass ich hier mein Bildschirm, wenn es mal abgreifen kann, dass ich wenigstens einen Mönch gebaut habe, um Reliquien zu sammeln und dann gemerkt habe, die sind alle in der Mitte. Das heißt, der Dude chillt jetzt hier einfach. Ja, ich habe jetzt frei. Auf jeden Fall, du hättest noch einen stärkeren Vorteil gehabt als nur das Gold, aber du hattest schon das Gold einfach, du hattest das Stein, du hattest alles in der Hand. Ja. So, Leute. Boah, das war's schon, oder was? Nein, wir haben noch 16 Minuten. Oh, geil. Und das ist eigentlich die perfekte Zeit. Wir schaffen heute das 2 gegen 2 gegen die Community nicht mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass die Series so lang dauert, aber es freut mich umso mehr, dass es so 3 schöne, spannende Spiele wurden. Ja. Was wir jetzt machen, Florentin und ich tauschen jetzt die Plätze und jetzt gibt es für die letzten 16 Minuten einen kleinen Micro-Wars, den wir genau pünktlich beenden werden und schauen uns dann die Punkte an und gucken uns mal an, wer das bessere Micro hat, Donny oder ich. Ja, du auf jeden Fall. Nee, aber ich glaub's nämlich nicht. Ich bin nicht, im Micro bin ich echt nicht so gut. Guck mal, machen wir da eine kleine Unterbrechung noch bis dahin? Nee, wir können gleich einfach sofort wechseln. Ich werde mich auch sofort entkabeln, denn Flo und Tim wird jetzt gleich hier runtersprinten, hoffentlich. Das heißt, ich, ach so, er ist ja hier, wir sind ja im gleichen Haus. Hey Leute, ich unterhalte euch jetzt alleine erstmal. Hey, willkommen zu Rage of Donny, der Sendung am Nachmittag. Mit einer Kaffeekanne mache ich jetzt mal hier oben ein bisschen was rein. Wollt ihr was haben? Kommt mal her, ich mache mal ein bisschen Kaffee rein. Jawohl, nehmt mal einen Schluck hier, Kaffee. Mara, liebe Grüße, ist übrigens im Chat auch mal Grüße an all die Schlaumeier, die ich gerade schon überfliege. So, Donny kann ja nur Arabien, Donny kann ja nur Bogenschützen, der Donny kann ja nur, ist ein One-Trick-Pony. Schön, dass ihr das auch erkannt habt. Ich kann Arabien ganz gut, aber ich versuche mich zu verbessern. Ich habe jetzt schon angefangen, Arena zu spielen. Ich spiele in letzter Zeit auch Dunkler Wald, weil mir das MBL empfohlen hat. Wir haben bei einem schönen, leckeren Bierchen letzte Woche haben wir uns besprochen. Da hat er gesagt, ey, üb doch mal ein bisschen Dunkler Wald. Und lustigerweise, der Kommentar, den ich überflogen habe, dass ich nur Archer spiele, ist ganz witzig. Denn ich habe, glaube ich, so ungefähr seit 2 Wochen überhaupt kein Archer-Bild mehr gemacht, sondern eigentlich spiele ich in letzter Zeit Scouts, weil ich das besser beherrschen möchte. Aber Vietnamesen, mein kleiner süßer Zuckerfrotz, ist ein Bogenschutz-Schießvolk. Mit dem kann man ganz gut einen Archer-Rush machen, a.k.a. Man-at-Arms to Archer. Das ist die Meta, die ich gespielt habe. Wasser nicht eingenommen, kann ich nicht. Florentin hat gewonnen. So, das war's mit volle Kanne. Donny am Nachmittag bei Rage. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gleich kommt der Gieselheimer rein und macht sich hier breit. Wahrscheinlich kommt er mit seinem Kaffee wieder rein. Und da machen wir irgendeinen Bullshit mit Micro, den ich verlieren werde. Aber hey, ihr habt Bock, ich hab Bock, geil. Was sagt der Chat? Jetzt wird einfach verrückt. Es ist Freitag, Leute. Da ist der Gieselheimer. Er kommt rein, geflitzt wie so ein Flitzebogen. Ja, 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 das glaubst du. Pass auf, jetzt läuft er vorbei. Was glaube ich dir nicht? Ich mach mal kurz hier das an. Ah. Guck mal, wie am Arsch der ist von 2 Stockwerken. Ich bin hier ran, Junge. Ich bin hier ran. Ja, hat's aber lange gedauert gerannt. Ja, ich muss halt hier, musst du Florentin kurz erklären. Eigentlich sollte er sich schnell unten einloggen. Diese ja. fucking Steam-Sicherheit ist einfach das Schlimmste, was es gibt. Ja, wieder mit diesem aber Scheiß. Er hat's nicht auf dem Handy, wie ein normaler Mensch, sondern er hat's auf seinem Laptop. Laptop. Ja. Passwort. Per E-Mail. Ja.
Und jetzt haben wir, hat das jetzt aber? Er hat jetzt seinen Laptop schnell geholt. Aber ganz ehrlich, Leute, das wäre doch nicht Welch, wenn nicht einmal so ein klein bisschen was sowas passiert, oder? Mal ganz ehrlich. Auch die, die gerne mal motzen. Ganz ehrlich, wollt ihr wirklich eine perfekte Sendung haben? Wollt ihr das? Nein. Nein. Wer will denn eine perfekte Sendung? Also, hör mal. Nee, aber wir können auf jeden Fall, wir machen es so, Donny. Ja. Ich glaube, gut, kommt drauf an, wie schnell wir durchkommen. Wir werden es nicht komplett schaffen, das Szenario zu spielen. Deswegen spielen wir es so lange, bis es genau 20 Uhr ist. Lelek. Und dann gucken wir auf die Punkte. Okay, und wir machen das mit einer ganz normalen Lobby, oder was? Pass auf, ja. Also, ich werde kurz die Lobby aufmachen. Oh, ich dachte gerade kurz, wie schön ist denn der Marco, aber dann war es ja Florentin. Marco ist auch ein bisschen am Pumpen dran, oder was? Hast du irgendwie so ein Kreuz auf einmal bekommen hier? Guck mal, das ist schon richtig. Puh, aber das T-Shirt ist auch extra so eine Nummer zu klein, oder? Damit du so ein bisschen noch mal geiler aussiehst. Was? Damit ich ein bisschen geiler aussehe. Naja, wenn ich oben rum, das kenne ich doch die Tricks. Das kann ich doch nichts für, wenn es abgeschnürt ist. Okay, und jetzt über Freunde oder was? Gold's Gym. Ja, warte, ich mach's. Marco, ist ein guter hier. Könntest auch ein Gladiator sein, ja? So. Ja, brauchst du denn noch Hotkeys dafür? Na, alles gut. Ist alles hier. Hotkeys, ist auch mal heiß in Malibu. Deswegen sage ich euch ja immer, das ist kein Problem, wenn man einfach das Ding immer runterlegt. So, kommen Sie alle rein. Venice Beach, habe ich auch hier. Plänkler gesehen, ja, ist ein guter. Russell Crowe, ist auch ein Plänkler. Hast du hier Gladiator gesehen? Das sind auch hier Pekaniere, ja, ist gut. Ja? Jesus. Okay, ich bin drin. Ja, ist ein guter hier. Gold's Gym, Proteine. So. Gott. Okay, Petissimus Maximus. Florentin ist Kommentator für diese kleine Runde Micromania. Ja, dann herzlich willkommen zu dieser kleinen Runde. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Ich weiß auch nicht. Überhaupt keine Ahnung. Sehr gut. Die einzige Möglichkeit ist festzustellen, wer der bessere Micro-Spieler ist. Donny oder Marco. Ich bin sehr gespannt. Wir lassen uns einfach mal überraschen, was wir jetzt gleich sehen werden. Du bist rot. Was? So. Nein, es passiert noch nichts. Jetzt sag erstmal, welcome to Micromania. Und created by Galas. Er sagt, welcome to Micromania. So, und deine eigenen Punkte siehst du am Gold, die gegnerischen Punkte am Stein. Und jetzt geht's los. Was? Okay. Das Turnier soll beginnen. Ah, okay. Also, rot ist Donny, Donny ist unten, Marco ist oben. Wir haben ein Speer und drei Milizsoldaten jeweils. Okay, Donny splittet das Ganze so ein bisschen auf, versucht hier auf die rechte Flanke zu locken, während die Milizen sich so ein bisschen... Jetzt die drei Milizen dagegen. Marco hält alles noch wunderbar zusammen. Jetzt Marco mit den Milizen, drei Milizen! Donny mit drei Milizen drauf und jetzt geht's so ein bisschen mitten rein. Hier, wir haben schon ein bisschen Fokus auf eine der Milizen, eine der roten Milizen, auch schon ziemlich low. Währenddessen der Scout wird hier eher gefokust von Marco. Jetzt der erste Miliz down von Marco. Donny hatte die Überhand, ist schön einen rausgeholt, der angegriffen ist. Jetzt wird hier schön geknuspert auf den roten Scout. Der geht auch down, 3-3. Momentan noch der nächste geht down von Marco. Tatsächlich sehr schön gemacht. Marco gewinnt. Aber es war knapp. Ja, es ist immer knapp. Das wirst du sehen. Es sind halt wirklich so Kleinigkeiten, Jesus. Die das. Das ist das, was man hören will. Ist immer knapp. Na, es sind aber die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. Runde Nummer 2. 5 Scouts, ein Speerkämpfer. Hier, Donny zieht sich erstmal zurück. Marco ein bisschen aggressiver. Donny schickt hier dann seinen Speerkämpfer weiter vorne raus. Erstmal die beiden Speerkämpfer begegnen sich hier in der Mitte. Jetzt. Marcos Armee ein bisschen näher da. Marco kann schon mit allen 5 Schaden machen. Surround und der erste ist getötet. Speerkämpfer ist down. Geht, den kann ich nicht mehr gewinnen. Jetzt mittendrin. Der Speerkämpfer hier von Marco ist noch unterwegs. Der erste Scout auch noch getötet von Donny. Geht hier down. Jetzt ist es, glaube ich, relativ unausgeglichen. Jetzt dürfte es schon durch reinen A-Klick schon sein. Der Speerkämpfer macht hier einfach guten Schaden und durch Überzahl. Kann ich nicht mehr gewinnen. Auf diese Runde. Zweite Runde 2-0. So. Für Marco. Kannst du mal was dazu sagen? Was hast du jetzt anders? Was machst du da so? Ja, ich habe versucht, deinen Pike gegen meinen Pike kämpfen zu lassen. Das habe ich auch kurz gedacht. Und dass ich dann mit meinen Scouts. Ach, dazukomme, okay. Genau, dazukomme und dass du dann schnell davon ablässt und ich sofort mit meinem Pike dann auf deine Einheiten gehe. Okay, es geht schon weiter. Wir haben hier einige Bogenschützen. Wir haben hier auch so ein bisschen High Ground. Okay. Also, wir müssen mal gucken, wie die beiden Spieler hier das Gelände nutzen. Wir haben einmal High Ground. Marco ist jetzt direkt auf dem High Ground. Donny hat den High Ground direkt verlassen. Will hier von unten den Hügel erstürmen. Holt sich hier vielleicht, kommt hier ein bisschen zur Flanke ran. Marco positioniert die Bogenschützen, kann jetzt vielleicht die erste Salve auf die Scouts schon abschießen, aber da ist er schnell genug. Da wurde raus und da gibt's schon der erste Schaden. Jetzt, er verlässt den Highground, ein bisschen noch auf dem Highground geblieben. Bogenschützen gegen Bogenschützen. Jetzt, Donny kann so ein bisschen außen rum, kann mit den Scouts auf die Bogenschützen gehen. Währenddessen treffen sie sich hier, Hit and Run, schöner Hit and Run. Beide bleiben hier stehen, hier passiert überhaupt nichts mehr, Hit and Run. Währenddessen Marco stößt nach vorne und kann hier schön einen nach dem anderen raus fokussieren von Donny. Ich glaube, das wird wieder in die Richtung von Marco gehen. Donny hat alle Bogenschützen verloren. Ich habe ja keine Chance.
gut. Schön gemacht von Marco. Ich habe keine Chance. Schön gemacht von Marco. Mein Marco ist nicht so gut. Ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Ganze Nacht hast du den Scheiß geübt. Als ob. Okay, interessante Diskussion. Jetzt haben wir Scouts. Sechs Scouts. Normale Laute schauen Pornos. Marco macht Micro-War alleine. Plänkler. Sechs Plänkler, sechs Bogenschützen. Na, je mehr vier Einheiten, desto geiler für mich, sag ich mal. Die Kavallerie stürmt ja hier okay vor von Mach Donny. Mach mal nur Schützen, dann baller ich dich weg. Kassiert hier ein paar. Versucht hier so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe zu viel Formationen hier zu aussortieren. Jetzt der erste Angriff. Hier geht hier rein, holt sich ein paar Salven, versucht die durchzustoßen. In die Bogenschützen, kann aber nicht den richtigen Angriffswinkel bekommen. Währenddessen die Bogenschützen hier von Donny ein bisschen auf weiter Flur. Jetzt kann hier die Kavallerie ausgeschaltet werden. Währenddessen schönes Hit and Run hier von Marco. Donny hat hier so ein bisschen seine Formation verloren, während Marco hier schön zusammenbleibt und einen nach dem anderen rausnimmt. Und her, Marco. Verpiss dich! I'm out of here! Donny, Donny versucht sie jetzt zurückzuziehen, vielleicht mit Highground. Hol ich mir doch ein bisschen den Hill-Bonus hier. Ja, hol doch. Das Ding ist schon lange nicht vorbei. Ja, sowas war Donny vorbei. Holt sich den Highground jetzt hier von beiden Seiten. Angriff von Norden und Süden treibt ihn hier nach unten. Und mittlerweile hat auch Marco den Highground und Conny noch einen oben drüber. Geht hier und schönes Hit-and-Run, nimmt hier einen nach dem anderen raus. Währenddessen im Chaos geht Donnys Armee unter. Das ist echt schwierig, wenn man da die drei. Deswegen, das ist halt ein super. Machst du auf 1, 2, 3, 4 und dann mit doppelt auf 1 klicken, hast du es ausgewählt, doppelt 2. Es ist schwierig, ey. Das ist Mann. Deswegen, aber das ist halt super zum Lernen. Also auch, Ja, total super zum Lernen. Oh, das ist spannend. Vielleicht Donnys. Das, das wollte ich gerade sagen, das magst du doch. Das ist Donnys Spezialdisziplin. Wir haben hier einen Haufen Amrus-Schützen und eine Mange. Marco, mach dir schon mal einen Testschuss. Schön, die Scharniere sind geölt, alles wunderbar. Jetzt die Mangen direkt gegeneinander hier, Kopf an Kopf, versuchen sie. Jetzt der erste Schuss und oh Gott, beide werden ein bisschen getroffen. Donnys ist fast tot. Da dürften sogar sie die Pfeile erreichen. Ein Lebenspunkt. Kann er noch einen Schuss abgeben? Kann er noch einen Schuss abgeben? Oh, und der Schuss trifft nicht. Wunderschöner Split von Marco. Währenddessen die Mange hat ja noch 39 HP. Jetzt muss Donny perfekt splitten. Währenddessen hier seine Amrus-Schützen von Marco ein bisschen out of position. Er kann hier nicht direkt mit seiner ganzen Armee kämpfen. Donny vielleicht ein paar goldene Schüsse. Aber er kriegt es nicht hin. Mittlerweile die Amrus-Schützen holen auch wieder auf. Jetzt mit der ganzen Armee die. Ah, die gehen den Schuss. Aber der Split war früh und gut. Teilt jetzt seine Armee aus. Marcos Armee schaut eher zu. Kann jetzt natürlich hier so einige rausknipsen und dürfte jetzt auch die kritische Masse langsam verlieren. Währenddessen Hit and Run hier von Donny. Aber die Masse ist zu groß. Da trefft der Pfeil trotzdem noch irgendwo in die Masse hinein. Jetzt versucht sich Donny so einen langsamen Highground zu erarbeiten. Oh, der Schuss von hinten hielt noch zwei in den Rücken. Währenddessen der Highground hier von Donny. Gar nicht so schlecht. Kann hier den letzten ausschalten. Nein! Oh, fast der letzte Tod in der nächsten Mangenschutz. Geht nochmal komplett ins Leere. Ich kenne dich doch. Ja, schön, er hat den High Ground. Marco hat jetzt auf dem Low Ground noch die Mangel. Kann er schaffen. Ich kenne dich. Ein Schuss daneben. Und jetzt der Schuss. Donny macht das sehr schön. Immer zwischen den Schüssen geht er kurz rein und macht ein bisschen Schaden. Jetzt gucken wir mal. Okay. Der trifft nicht. Donny muss genau das Timing perfekt abpassen. Zwischen den Schüssen rein, einen Schuss abgeben und wieder raus. Aber Marco kennt natürlich auch Attack High Ground. Nein! Oh, da kommt der Drago direkt nach links. Aber Donny ist flink, Donny ist flink. Und wenn er nichts an... Jetzt kommt der Split. Marco, das ist natürlich so ein bisschen Steinschere Papier. Wo trifft man hin? Wo geht der Split hin? Antizipiert man in die richtige Richtung? Nein, das gewinnt's. Jetzt der Schuss, ja. Und da kommt immer mehr Schuss. 8 HP nur noch. 8 HP, 6 HP, nur noch 6 Schüsse. Und wunderschön aufgesplittet hier. Da trifft einer, aber die anderen treffen auch. Erster für Donny. 3:1 für Marco immer noch. Aber Donny mittlerweile holt auf. Die kann ich. Mach mal nur Mangen und Schützen. Jetzt. Mangen und Schützen, es geht weiter. Okay. Aber kann hier Marco vielleicht die erste Situation nutzen? Er sammelt erstmal seine Einheiten. Diesmal zwei Mangen direkt. Donny hat gelernt, holt sich direkt den High Ground. Marco kommt hier, glaube ich, nicht mehr hinterher. So, Donny erstmal sicher hinten links. Hier werden erstmal die Gefallenen betrauert. Währenddessen der erste Schuss. Und da geht sogar ein bisschen Schaden rein. Nur am Rand. Versteckt sie hinter dem Baum. Der nächste Schuss. Und da ist der Treffer. Der Treffer von Donny. Wunderschön, aber auch der Volltreffer von Marco. Und der ist auch noch getroffen. Okay. Jetzt unausgeglichen. Eine Mange noch für Donny. Oh, jetzt der High Ground. Der High Ground. Ich glaube, da reicht ein A-Klick eigentlich. Da reicht ein A-Klick. Und jetzt der Schuss von hinten. Kommt der Split von Marco. Schön gesplittet. Doch ein bisschen Schaden auf einen. Beide haben Highground. Mittlerweile Highground hat Marco jetzt wieder hier oben und da muss der perfekte Schuss kommen von Donny. Wo zieht er hin? Links, rechts, in die Mitte und der Split von Marco. Es ist nicht ganz so klar. Jetzt hier so ein bisschen eingezwickt. Marco kommt hier so ein bisschen rum, fokussiert jetzt komplett die Mange. Kriegt er noch einen Schuss ab? Nein! Scheiße. Die Mange ist da, aber Donny hat mehr Highground. Zieht sich jetzt zurück aus dem Highground. Verliert den Highground. Marco hat ihn. Marco, diese eine Spitze. Los,
ist oben drüber, hat jetzt also mehr Schaden. Es ist, glaube ich, noch ungefähr ausgeglichen. Jetzt kommt es auf Hit and Run an. Donny macht einen Split, zieht aber damit einige aus der Reichweite raus. Marco, wenn Marco schießen alle. Oh, ich glaube, es sind noch 5 gegen 5. Ungefähr gleich auf 6. Und jetzt ist Donny in der Unterzahl. 3 hier noch gegen 6. Marco noch den Split für die Galerie. Das kriegt er hin, holt sich noch den Highground. Und hier unterliegt Donny. 4-1 zu Marco. Ah, das habe ich verkackt. Das habe ich verschenkt. Fuck. Damit. Aber gut von dir auch. Sehr, sehr angespannt. Ja, du hast ja meine Mangel zuerst gewonnen. Ja, war ja schon. Das war mit. Oh, jetzt nochmal dasselbe hier. So, Mangel jetzt mit berittenen Bogenschützen. Unglaublich lange Zeit, bevor sie schießen. Großer Delay, ob Donny damit umgehen kann. Marco, der prädestiniert und die ersten Schüsse gehen direkt rein in die Formation, aber er kann sich noch ein bisschen drumrum wursteln. Währenddessen eine Mangel untätig hier von Marco. Jetzt aber Marco prescht vor und hier macht ihr direkt Schaden auf. Donnys Mangel, alles so ein bisschen verteilt, hat hier beide in einer Steuergruppe, dadurch zu langsam, dadurch können wir ausweichen und der Schuss direkt Volltreffer rein. Hier, die eine Mangel von Marco ist momentan noch nicht darin. Beide Schüsse nehmen sich beide raus. Jetzt war es natürlich ein guter Vorteil von ihm, hier hinten zu warten. Donny. Oh, da ist noch eine. Donny kommt hier rein, der Schuss könnte bitter werden. Bisschen out of position, er könnte hier rankommen, hier kommt der Schuss, aber die Animation ist so lange, oh, da passiert gar nichts von Donny, da passiert überhaupt nichts jetzt, nein, die Animation ist zu lang, doch, jetzt kommt er einmal durch, Donny schießt hier schön drauf, aber er kassiert natürlich den Schaden, da geht einer down, einer schwer verletzt, der nächste down, Marco hier mit schönem Hit and Run, versucht hier ein bisschen im Fein auszuweichen und da treffen sie alle in das weiche Pferdefleisch, njam, 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 da trifft Marco einiges und jetzt hier mit einer kleinen Vorhut und hinten drin. Das war nicht gut, ne? Schönes Hit and Run und Marco fokussiert hier ein nach dem anderen durch. Durch One-Shot, ja, momentan schon, noch One-Shot-Pony. Also gegen zwei Mangel noch. Kommt hier auf. 5 zu 1 für Marco, holt sich auch das souverän. Das ist ganz gut. Ne? Das bockt schon. Kommt noch eine Runde? Ja, es kommt noch. Ist noch nicht vorbei, das kommen noch ganz andere Sachen gleich. Ja, aber das, da muss man schon ein bisschen üben, ey. Ja, ja. Geil, die Minimap sieht ja so geil aus unten. Warum ist denn das so pixelig? Ist halt super nah dran. So. Ist halt kleiner als ein 1 Ritter und Armbrustschütze. Okay. Wir haben hier sogar ein paar Upgrades, kann ich mal angucken. Jetzt die Ritter. Donny holt sich nicht die ganze Highground, lässt sich hier so ein bisschen zurückrennen, während Marco hier diese Spitze hier oben kann, die der höchste Highground ist. Donny verlässt komplett den Schneeberg. Er verlässt ihn komplett, verzichtet, aber jetzt hier im Rückzug ein paar Schüsse, aber Marco erwidert. Da kommt der erste Schuss und First Blood geht hier an Donny, aber Marco zieht nach. Jetzt auf der Klippe hier nochmal schön Klippenschaden oben drauf. Ich weiß nicht, wie Donny das wieder erobern will. Möchte jetzt hier einmal schön hinten rum an die weichen Armbrust schützen. Gute Idee. Wie schnell merkt es Marco? Ne, ist halt Ritterzeit alles. Also es ist halt so Anfang Ritterzeit, muss ich ja verstehen. Und jetzt hier alles zusammen. Währenddessen, Donny lässt hier seine Armbrust schützen zurück. Versucht hier mit den Rittern vorne vorzupreschen. Ich warte die ganze Zeit. Marcos Armee ist hier zusammen und Marco hat den Highground. Marco lässt sich hier nicht vom Highground vertreiben. Jetzt kommt Donny hier von unten. Währenddessen, die Armbrustschützen duellieren sich gegenseitig. Marcos Ritter versuchen hier so ein bisschen immer den Abstand zu wahren und immer so ein bisschen dazwischen zu gehen. Jetzt die Ritter von Donny preschen vor. In die Armbrustschützen. Marco verteidigt mit den Rittern. Währenddessen auf dem Highground. Marcos Bogenschützen hinterher. Können hier den Ritter, aber der hält einiges aus. Hier zwei Ritter von Donny machen hier, von Marco machen hier richtig Schaden. Und hier fällt einiges von Donny. Und mittlerweile auch die Ritter fast ausgelöscht hier von Donny. Marco kann hier mit seinem Fokusfeuer gut Schaden machen. Ja gut, das war die letzte Runde. Räumt hier alle auf und jetzt kaum gar keine Ritter mehr für Donny. Okay. Alles noch für Marco und Marco zieht nach. Nee, und das war dann auch die letzte Runde. Marco schließt hier ab mit, glaube ich, 6-1. Punktlandung, würde ich mal sagen. Das war's, Leute. Wir haben leider keine Zeit mehr. 6-1 gewinnt Marco, aber schön. Es war auf jeden Fall knapp. Ich glaube, wenn Donny dann noch ein bisschen die Map kennenlernt und sich ein bisschen damit beschäftigt, kann er nachziehen, auf jeden Fall. Wo kann man denn da am besten einen CC bauen? Ich war so ein bisschen... Donny hat das Wildschwein nicht gefunden. Ist ein bisschen schwierig. Ansonsten, das war Rage of Empires für heute. Haut rein. Jetzt kommt Game 2. Viel Spaß dabei. Danke an Marco und Donny. Tut mir leid, dass es heute nur für das Best of 3 gereicht hat, aber es war sehr spannend, zumindest für mich. Und ich freue mich sehr darauf, es nochmal anzuschauen, wie Marco all das kommentiert hat, dieses Chaos. Macht's gut. Schönes Wochenende. Danke auch an Donny und Marco. Liebe Grüße an die Mara im Chat übrigens auch noch. Liebe Grüße an Mara. Und Viper und T90 und Nili, die alle zugesehen haben. Ah ja, echt. T90, Viper, Nili. Ja. Hi. Sehr schön. Liebe Grüße, jetzt viel Spaß mit Game 2. Haut rein, schönes Wochenende. Ciao, Baby.